Über die Jahre, die ich ihn begleiten durfte, hat mein Freund Sherlock Holmes viele haarsträubende Abenteuer erlebt. Neben den bekannten Verbrechen, die ich in diversen Romanen und Kurzgeschichten aufbereitete und zu seinem Leidwesen ausschmückte, gab es auch nicht wenige Erlebnisse jenseits des Fasslichen. Fälle, die nicht mit der ihm eigenen, entwaffnenden, rationalen Logik erklärt werden konnten. Ereignisse, die so brisant waren, dass ich sie nur unter Decknamen oder in der dritten Person niederschreiben konnte, wenn überhaupt. Von manchen Vorkommnissen blieben mir nur eilig hingekritzelte Stichworte, und einiges sollte besser für immer im Verborgenen bleiben. Nun, da sich mein Leben dem Ende zuneigt, habe ich beschlossen, meine Aufzeichnungen noch einmal hervorzuholen und von den vielen unbekannten und unglaublichen Fällen meines Freundes zu berichten. Blättern Sie mit mir in den Sherlock Holmes Chronicles. Sherlock Holmes Chronicles. Die Zeitmaschine. Als sich seine Werkstatt um ihn herum materialisierte, glaubte er, die Vertrautheit des Raumes mit seinen großen Fenstern würde seine Nerven ebenso gut tun wie die Einnahme eines Opiats. Doch nun erschien ihm die Werkstatt düster und voller Schatten. Die Gasbeleuchtung war trübe und erhellte sie nur unvollständig. Er trat von der nunmehr stillstehenden Maschine zurück und stürzte beinahe der Länge nach hinten. Dann wankte er durch den mit Teakholz getäfelten Korridor, der die Werkstatt mit dem übrigen Haus verband. Am Ende des Korridors schob er den Riegel zur Seite, stolperte durch die schwere Tür ins Esszimmer und prallte mit seiner Haushälterin zusammen. Die gute Mrs. Watchett ließ ob seines plötzlichen Auftauchens und seiner zerlumpten Erscheinung beinahe das Essen fallen und stieß einen erschrockenen Schrei aus. Oh nein! Entsetzt bemerkte sie die Schnitte und Schrammen in seinem Gesicht und die zerrissene, blutbefleckte Kleidung. Die Männer, die um den Esstisch verteilt saßen, sprangen hastig auf. Oh nein. Guter Gott! Was ist passiert? Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Er hat ganz offensichtlich einen furchtbaren Schock erlitten. Schnell! Gebt ihm ein Glas Portwein! Man drückte ihm ein volles Glas in die zittrige Hand. Erst als er beobachtete, wie es erneut gefüllt wurde, wurde ihm bewusst, dass er den Inhalt in einem einzigen Zug hinabgestürzt hatte. Und? Sind Sie durch die Zeit gereist? Ja, meine Freunde. Ich bin in meiner selbstgebauten Maschine durch die Zeit gereist. Total fantastisch. Letzten Donnerstag habe ich einigen von Ihnen die Funktionsprinzipien der Zeitmaschine erklärt, mein Modell vorgeführt und Ihnen sogar die Maschine selbst in meiner Werkstatt gezeigt. Nachdem ich eine der Nickelstreben ersetzt und einen Kristallhebel wiederhergestellt hatte, startete die erste Zeitmaschine mit ihrer Reise durch die Zeiten, mit mir selbst als Pilot. Und dies ist nun, was dabei geschah. Zu ihrer allerbesten begann er sodann zu lügen. Der junge William Dunning schritt vorsichtig über den gepflasterten, vom Nebel glitschigen und beinahe erstickt wirkenden Albion Yard im Rotherhithe-Bezirk von Bermondsey, südlich der Themse. Die Einsamkeit dieser Gegend, die Verlassenheit der Lagerhäuser und der heruntergekommenen Mietskasernen für ausländische Seeleute gefiel ihm überhaupt nicht. Es gab keine Händler, die zum früh geöffneten Großmarkt mussten, und noch nicht einmal taumelnde Seebären oder provozierende Dirnen waren zu sehen. Seinem vom Bier gesättigten Verstand kam das eigenartig vor. Verdammt eigenartig. Den Rücken an die Backsteine eines Lagerhauses gepresst, zog er leise seinen Degen aus der Scheide im Stock des Regenschirms und stand da, kampfbereit und davon überzeugt, dass er jeder Gefahr gewachsen sei, die in dieser stickigen Nacht drohen mochte. Der Nebel drückte ihn nieder, erstickte ihn.
Plötzlich explodierte der Nebel. Arme griffen nach ihm, Klauen schlitzten seine Haut auf und rote Augen glühten wie Laternen. So sehr er sich bemühte, vermochte er doch keine klare Gestalt bei seinen Angreifern auszumachen. Nur, dass es Dutzende waren und sie waren nicht menschlich. Nicht ganz jedenfalls. Er schwang seinen Degen und stach um sich, hatte aber das Gefühl, dass er nur den Nebel selbst angriff. Nur wenige Augenblicke nach Beginn des Angriffs wurde ihm bereits die Waffe aus der Hand gerissen. Sie verschwand in der Dunkelheit. Dunning wurde zu Boden gestoßen. Seine Handflächen und Knie schlugen auf die Pflastersteine. Mehrere untersetzte, schwere Gestalten, die von hellem, struppigem Haar bedeckt waren, hielten ihn am Boden fest. Dann wurde sein Gesicht auf das Pflaster geschmettert. Ein Schrei, gefüllt von Schmerz und Furcht, gellte durch die Straßen von Bermondsey. Die Armen in ihren Unterschlüpfen erschauerten und Feiernde hielten sich ein wenig länger im Schein der Laternen auf. Der Schrei riss so plötzlich ab, wie er erklungen war. Ein Zylinder mit hochgewölbter Krempe rollte über die Straße. Die morgendliche Stille kehrte zurück. Was wollen Sie damit sagen, Sie haben ihn? Wollte Inspektor Geoffrey Lestrade wissen. Wen haben Sie, Mr. Holmes? Den Mann, nach dem Scotland Yard seit dem 30. des letzten Monats vergeblich gesucht hat. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Fang, Inspektor Lestrade. Dr. John H. Watson runzelte die Stirn. Die 3 Jahre, die vergangen waren, hatten seinen Freund nicht verändert. Weder seine Ungeduld mit Menschen, die weniger rasch im Denken waren als er, noch seine Neigung, anderen den Lohn seiner Arbeit zuzuschreiben. Die Jagd war nach wie vor von überragender Wichtigkeit. Und war sie vorüber, gefiel es ihm durchaus, sich hinter Unterlegene zu stellen und sie als die Überlegenen erscheinen zu lassen. Der Gefangene wehrte sich gegen den Griff der beiden kräftigen Constables an seiner Seite, blieb aber erfolglos. Sein rotes Haar und der breite Schnauzbart bebten und stellten sich auf wie das Fell eines wütenden Tieres. Sein Gesicht wirkte maskulin und finster, die Stirn eines Philosophen über dem Kinn eines Wüterichs. Der Mann stierte alle wild an, die an seiner Gefangennahme beteiligt gewesen waren, besonders aber Sherlock Holmes. Sie schlauer, schlauer Hund. Aber das ist noch nicht das Ende, Holmes. Oh doch, Colonel Moran. Sie hinterhältiger Kerl. Gentlemen, gestatten Sie mir, Ihnen Colonel Sebastian Moran vorzustellen, früher im indischen Heer Ihrer Majestät beschäftigt und der beste Großwildjäger, der in den östlichen Provinzen des Empires zu finden war. Mhm. Ich glaube, die Sammlung von Tigerfellen des Colonel dürfte unübertroffen sein, obgleich er heute Abend sein Ziel verfehlte. Watson seufzte. In Gedanken ließ er die Ereignisse der letzten Tage Revue passieren. Alles begann mit der Entführung seiner Frau Mary und der überraschenden Rückkehr des totgeglaubten Freundes. Gemeinsam mit Bartholomew Binns, dem ehemaligen Henker von London, stellten Holmes und er Professor Moriarty, der die Zusammenkunft an den Reichenbach-Fällen ebenfalls unbeschadet überstanden hatte, in dessen Familiengruft. Im Zuge eines erbitterten Kampfes kamen der Napoleon des Verbrechens und seine nicht minder grausame Mutter ums Leben. Aber nicht nur sie, auch Mary. Seine geliebte Mary starb an jenem furchtbaren Tag. Eine Träne kullerte über das Gesicht des Doktors. Mary. Mary Moran. Holmes war nach Moriartys Ableben erneut untergetaucht, um dem letzten mächtigen Verbündeten des Professors, Colonel Sebastian Moran, eine Falle zu stellen. Eine Falle, die heute zugeschnappt war. Der Doktor musterte den, ob seines durchtrainierten Körpers jugendlich wirkenden Mann, der so gar nichts von seiner geliebten Frau hatte, obwohl er ihr Vater war. Der Colonel bemühte sich, auf Holmes loszugehen, vermochte sich jedoch nicht aus dem eisernen Griff der Constables zu befreien. Ich gestehe, dass Sie mich etwas überraschten, als Sie sich entschlossen, von dem gleichen verlassenen Haus aus auf meine Wohnung zu schießen, in dem ich mich aufhielt, um Sie zu beobachten. Ich hatte damit gerechnet, dass Sie von der Straße aus angreifen würden, wie beim Mord an Adair, denn dort warteten mein Freund Lestrade und seine Leute auf Sie. Abgesehen davon jedoch ist alles sehr gut gegangen. London weist einen Mörder weniger auf und ich kann meinem Beruf wieder in Ruhe nachgehen. Moran blickte Inspektor Lestrade an. Wenn ich schon gefangen bin, dann soll es ebenso sein. Aber es gibt keinen Grund, warum ich dem Gewäsch dieses Mörders ausgesetzt sein soll. Mörder? Er spricht von seinem Partner, dem verstorbenen Professor Moriarty.
Ich werde ob meines Anteils an jenen letzten Augenblicken Professor Moriartys bestimmt keine schlaflosen Nächte haben. Noch weiteres Gewäsch dazu, Mr. Holmes? Während der 3 Jahre, die mittlerweile vergangen sind, scheinen Sie sich einen gewissen Humor angeeignet zu haben, vor dem ich mich hüten muss, Lestrade. Aber ansonsten, ich bin mit Colonel Moran fertig. Auf ein Nicken Lestrades hin entfernten die Constables den in Handschellen gelegten Gefangenen aus dem Raum und eilten mit ihm hinunter zu dem in der Baker Street wartenden Polizeiwagen. Holmes untersuchte das Luftgewehr. Eine bewundernswerte und einmalige Waffe von großer Durchschlagskraft. Dazu mehr oder weniger lautlos. Professor Moriarty hat die Anfertigung vor einigen Jahren bei dem blinden deutschen Konstrukteur von Herder in Auftrag gegeben. Und es hat in London genau wie im Ausland genug Unheil angerichtet. Sowohl durch die beendeten Leben einiger Opfer, wie auch durch ungelöste Fälle, denen sich Dutzende von Polizeidienststellen gegenübersahen. Ja. Ich hätte nie geglaubt, dass ich einmal die Chance haben würde, es in Händen zu halten. Wenn Sie diese Waffe, Ihre einmaligen Geschosse und Colonel Moran mit dem Mord an dem ehrenwerten Ronald Adair in der Park Lane 427 in Verbindung bringen, werden Ihnen eine Reihe von Detektiven großen Dank schulden. Ich übergebe es Ihnen zu treuen Händen, Lestrade. Ich werde es wohl behüten, Mr. Holmes. Genau wie Colonel Sebastian Moran. Wenn kein Wunder geschieht, bedeutet das die Schlinge des Henkers für ihn. Dann sollten Sie auf der Hut sein. Denn so mancher Strafverteidiger hat noch 12:05 ein Wunder vollbracht, indem er etwas aus seiner Trickkiste zog. Sie traten aus dem unbewohnten Haus hinaus auf den Gehweg. Es war ein kühler Frühlingsabend mit klarem Himmel. Die Gaslaternen flackerten friedlich die ganze Straße entlang. Da die Stadtpolizei nicht mehr anwesend war, konnte man nicht erkennen, dass sich in der Baker Street jüngst etwas Aufregendes zugetragen hatte. Für den flüchtigen Beschauer war nicht einmal die zerschossene Fensterscheibe in der 221b unmittelbar zu erkennen, ausgenommen das gelegentliche sanfte Flattern des Vorhangs hinter den Resten der Scheibe. Ich bin sicher, dass man mir diese Festnahme zuschreiben wird. Aber halten Sie mich bitte nicht für einen Narren, der nicht weiß, wem der Ruhm wirklich gebührt. Es ist so gut, Sie wieder unter den Lebenden zu wissen, Mr. Holmes. Und glauben Sie mir, Sir, mein Gefühl hat nichts mit Verbrechern oder Verbrechen zu tun. Sie schüttelten sich die Hände. Gute Nacht, Inspektor Lestrade. Gute Nacht, Mr. Holmes. Dr. Watson? Als Sie allein waren, sagte Watson, ein eigenartiger Bursche. Immer wenn ich glaube, ihn zu durchschauen, überrascht er mich aufs Neue. Die Menschen sind genauso kompliziert und vielschichtig wie die Welt, in der wir leben. Es wäre ein ernstzunehmender Fehler, zu glauben, dass die Dinge, die wir sehen, auch schon alles sind. Ich habe viele Fragen in Bezug auf die Geschehnisse heute Abend, Holmes, und auch über den Mord an Adair. Eine halbe Stunde vielleicht, aber nicht länger. Ich habe getan, was Sie mir sagten, Mr. Holmes. Und haben Sie alle Vorkehrungen getroffen, die ich Ihnen einschärfte, Mrs. Hudson? Ich bin jedes Mal auf die Knie gegangen, so wie Sie es mir auftrugen, Sir. Und ich habe die Büste jede Viertelstunde verrückt. Und damit meinen Möchtegern-Angreifer vollkommen getäuscht. Gut gemacht, Mrs. Hudson. Haben Sie beobachtet, wo die Kugel hinflog? Ich habe sie vom Teppich aufgehoben. Hier, bitte. Holmes untersuchte das zerdrückte Geschoss. Sehen Sie, Watson, das ist eine weiche Revolverkugel. Eine sogenannte Soft-Nosed Bullet. Ach. Das ist genial. Denn wer würde erwarten, dass sie aus einem Luftgewehr stammt? Die Polizei muss doch auf ihrer Suche nach der Tatwaffe und dem Mörder vermuten, dass der Schuss ganz aus der Nähe kam. Obgleich er in Wirklichkeit mit großer Genauigkeit aus einer extremen Entfernung abgefeuert wurde. Aha. Sehr gut, Mrs. Hudson. Ich bin Ihnen für Ihre Unterstützung in dieser Sache sehr verbunden. Da ist noch etwas, Mr. Holmes. Ja? Ich glaube, aus Ihrem Zimmer ein Geräusch gehört zu haben. Es war so schwach, dass ich mir überhaupt nicht sicher war, etwas vernommen zu haben. Aber als ich die Tür öffnen wollte, fand ich sie abgeschlossen. Ich hätte sie ja trotzdem öffnen können, aber die Zeit reichte nicht. Ich bin sicher, es hatte nichts zu bedeuten, Mrs. Hudson. Es mag ein Geräusch in den Hauswänden gewesen sein, oder eine Maus, oder sogar ein Laut von der Straße. Ja, Sir. Stimmte sie zu, obgleich sie nicht überzeugt wirkte. Nachdem Mrs. Hudson die beiden Freunde verlassen hatte, nippten sie an ihrem Sherry, pafften vehement und Holmes berichtete von dem Mord an Ronald Adair, der die Londoner inklusive Watson so gründlich verblüfft hatte. Es gibt da eine Sache, die mir nach wie vor ein Rätsel ist. Was denn, alter Freund? Dieser Wachtposten, den Colonel Moran aufgestellt hatte.
Ach ja, dieser Würger Parker, der so gut auf der Maultrommel spielt. Was ist mit ihm? Wenn er Sie beobachtet hat, wie Sie das Haus betraten, hätte dieser Parker auch genau darauf geachtet, wer aus dem Gebäude kam oder hineinging. Hätte er jemanden aus dem Gebäude treten sehen, den er nicht hineingehen gesehen hatte, wäre er bereits misstrauisch geworden. Ihre Fähigkeiten, was Verkleidungen und Täuschungen betrifft, sind weitgehend bekannt, sodass man ihm mit Sicherheit aufgetragen hätte, gerade nach solchen Anzeichen Ausschau zu halten. Obgleich die Wachsbüste Ihnen ausgesprochen ähnlich sieht, hätte Sie Colonel Moran nicht derart getäuscht, wenn er auch nur den geringsten Verdacht gehabt hätte, dass Sie das Gebäude verlassen hatten, verkleidet oder nicht. Und dennoch ging er so direkt vor, als gäbe es keine Chance, dass Sie ihn getäuscht haben könnten. Irgendwie klingt das nicht sehr wahrscheinlich. Dann war es ja gut, dass jemand wie Parker mich beobachten sollte und nicht Sie. So. Es wird Zeit, dass Sie ins Bett kommen, mein lieber Watson, wie mir Ihre zufallenden Augen zeigen. Gute Nacht. Watson seufzte erschöpft. Fragen und Zweifel plagten ihn nach wie vor. Doch er war zu müde, um klug daraus zu werden. Vielleicht konnte er später, wenn er seine Notizen durchforstete, etwas Ordnung in die Ereignisse dieses Tages bringen. Er sagte seinem Freund Lebewohl und ging aus dem vertrauten Haus, winkte einer vorbeikommenden Droschke und fuhr nach Hause, nach Kensington. Holmes schloss die Tür, verriegelte sie aber nicht. Sein Besucher würde bald eintreffen. Er las die Briefe, die er erhalten hatte. Der eine in einer sehr vertrauten Handschrift, der andere von seinem Bruder Mycroft weitergeleitet. Ihm hatte er es zu verdanken, dass ihm diese Wohnung erhalten geblieben war und er über die Mittel verfügt hatte, um während der vergangenen 3 Jahre heimlich einige Untersuchungen zu veranlassen. Die Geister im East End. Das Verschwinden von Menschen. Und jetzt, da sowohl Moriarty als auch Moran aus dem Weg waren, konnte er sich darauf konzentrieren, die Rolle zu spielen, deren wegen er herbeigerufen worden war. Genau zur Viertelstunde erklang ein leises Klopfen von der Tür unten. Der Besucher war ein großer Mann, der das mittlere Alter überschritten hatte. Sein Ausdruck war ernst und seine Kleidung tadellos. Mr. Holmes... Ich bin... Treten Sie bitte ein, Sir Reginald Dunning. Ihre Pünktlichkeit ist bestechend. Ich bin froh, dass Sie die Freundlichkeit haben zu dieser späten Stunde. Ich bin es, der Ihnen zu danken hat, dass Sie mich überhaupt empfangen. Ihr Bruder hält sehr viel von Ihnen. Und er scheint zu glauben, dass Sie herausfinden können, was mit William, meinem Bruder, geschehen ist. Ich habe niemandem gesagt, dass ich Sie besuchen werde. Ihr Bruder hat darauf bestanden, dass ich Ihre Rückkehr nach London... absolut geheim halte. Ja, das hatte einen guten Grund, der mittlerweile jedoch nicht mehr gilt. Bitte nehmen Sie Platz, Sir Reginald, und nennen Sie mir die Einzelheiten, soweit Sie diese kennen, das Verschwinden Ihres Bruders betreffend. Ich fürchte, dass William das letzte Opfer dessen wurde, was man gemeinhin als das Verschwinden zu bezeichnen pflegt. Ich nehme an, Sie sind mit diesem Phänomen vertraut. Ja, diese plötzliche Flut von Vermissten ist zum Teil der Grund, der mich zu meiner Rückkehr nach London veranlasste. Deshalb habe ich mich bereit erklärt, Sie sofort zu empfangen, nachdem mir Mycroft Ihren Brief übergeben hatte. Bitte fahren Sie fort, Sir. Mein Bruder ist viele Jahre jünger als ich und zwischen uns klaffte stets ein tiefer Abgrund. Wir sind in vielerlei Hinsicht das Gegenteil voneinander, was Haltung und Ansichten betrifft. Ich war immer praktisch veranlagt, solid und bodenständig. Und ich war ja auch seit dem Tod unserer Eltern für William und mich selbst verantwortlich. Ich will nicht unbescheiden sein, aber ich allein war es, der die Dunning Güter- und Handelscompany zu ihrer jetzigen Größe und Bedeutung aufgebaut hat. Ihr Bruder war an der Gesellschaft nicht interessiert? Als ich das Unternehmen gründete, war er noch zu jung, um daran mitzuarbeiten. Später übertrug ich ihm so viel Verantwortung, wie ich glaubte, dass er tragen konnte. Er ist doch kein schlechter Mitarbeiter. Aber er hatte immer schon Schwierigkeiten, sich auf die jeweils anliegende Aufgabe zu konzentrieren. Irgendetwas scheint stets vorhanden zu sein, was ihn ablenkt. Alkohol? Frauen? Glücksbringende Narkotika? Nein, nein.
Ich hätte diese Laster nicht unterstützt. Doch zumindest hätte ich sie verstehen können. Erzählen Sie mir, wie Ihr Bruder verschwunden ist. Nun, das war vor 4 Nächten. Er inspizierte ein paar kürzlich eingelaufene Schiffe im Albionhafen. Es war eine einfache Aufgabe, die er mühelos vor Beginn der Nacht erledigen konnte. Aber der Hafenmeister berichtete mir, er habe seinen Hafen erst sehr spät verlassen. Statt geradewegs nach Hause zurückzukehren, scheint es, dass er noch in der Taverne zum Neptun einkehrte, eine dieser Seemannskneipen, die mein Bruder unerklärlicherweise so mag. Ein Agent, den ich mit Nachforschungen beauftragte, berichtete, dass William die Taverne alleine verließ. Doch ich halte es für möglich, dass sein Geld jemanden anlockte, der ihm folgte und ihn dann überfiel. Ihr Agent vermochte das jedoch nicht zu bestätigen. Nein. Es gab keine Spur von ihm? Vielleicht in einem Krankenhaus oder einem Etablissement dieser Gegend? Nein, Mr. Holmes. Alles wurde gründlich überprüft. Ich nehme an, es gab keine Lösegeldforderung? Das ist korrekt. Was uns zurückbringt zu der Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Bruder wahrhaftig ein Opfer dieser jüngsten Flut an vermissten Personen wurde. Gerade das befürchte ich. Sie haben New Scotland Yard bereits konsultiert? Sie konnten mir weniger als gar nicht helfen. Diese ganze Angelegenheit mit dem Verschwinden so vieler Menschen wirft ein schlechtes Licht auf Sie. Und was Sie jetzt überhaupt nicht gebrauchen können, ist ein weiteres Opfer, besonders eines, das nicht arm und abgerissen ist. Sie haben mich nach allen Regeln der Kunst bearbeitet, um mich zu überzeugen, dass William jedem anderen Anlass zum Opfer fiel. Und man warnte mich, ich solle auf keinen Fall die East End Geister ins Spiel bringen, wenn ich nicht gerade der Innenminister sei. Viele betrachten die sogenannten Geister als genauso wenig real wie das große Verschwinden. Nun, ich traf im Yard einen aufrechten Burschen. Er sagte mir unter der Hand, dass er glaube, es gebe eine Verbindung zwischen beiden. Und er schwor mir, er werde Williams Verschwinden untersuchen. Und sein Name? Inspektor Kent. Ah ja, Inspektor Charles Kent. Er hält sich zwar meistens zu starr an die Spielregeln und hat seine Vorurteile, aber er ist ein guter Mann. Methodisch und zäh wie ein Frettchen. Was hat er herausbekommen? Als ich versuchte, ihn am nächsten Tag zu besuchen, sagte man mir, er habe eine andere Aufgabe zugeteilt bekommen. Kent hat ein Talent dafür, seine Vorgesetzten zu ärgern, wenn er glaubt, die richtige Spur zu verfolgen und sie anderer Meinung sind. Aber ich habe niemals gehört, dass er sein Wort gebrochen hätte. Sei es wie es sei, Mr. Holmes. Doch ich kann nicht einfach herumsitzen und nichts tun. Ich muss erfahren, was mit William geschehen ist, und sei es noch so schlimm. Ich werde Ihnen helfen. Haben Sie ein Bild Ihres Bruders, das ich behalten kann? Sir Reginald griff in seine Jackentasche und zog ein kleines Foto heraus. Das wurde vor weniger als einem Monat gemacht. Vielen Dank, Sir Reginald. Wenn Sie mich nun entschuldigen wollen, ich muss jetzt gute Nacht sagen. Versuchen Sie, sich keine Sorgen zu machen. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um Ihren Bruder aufzuspüren und in Sicherheit zu bringen. Gott schütze Sie, Mr. Holmes. Die Leute halten mich für einen herzlosen Mann, der nur nach Geld und Macht strebt, aber ich würde alles darum geben, William wiederzuhaben. Ich war vielleicht in der Vergangenheit oft hart zu ihm, aber nur weil ich wollte, dass er die Fehler vermeidet, die ich bei anderen bemerkt habe. Ihres Bruders Hüter? Ja, ich denke, das könnte man so sagen. Falls Sie ihn finden, bitte sagen Sie ihm, warum ich mir... Falls, wenn Sie ihn finden. Ich hoffe, Sie werden die Gelegenheit haben, ihm das selbst zu sagen. Unterbrach ihn der Detektiv und ersparte dem Mann weitere Verlegenheit. Er war mit Sicherheit nicht daran gewöhnt, zu stammeln, um seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Gute Nacht, Sir Reginald. Holmes schloss die Tür und holte schnell eine schwarze Tasche hinter einem Stuhl hervor, aus der er mehrere kleine Tiegel nahm, wie jeder Schauspieler sie kannte. Er musste Informationen sammeln in nicht gerade hochstehenden Kreisen, und das konnte er kaum als Sherlock Holmes tun. Innerhalb weniger Minuten verwandelte er sich von einem typischen Bewohner des West Ends zu einem Mann, der sich unauffällig im Gebiet des Hafens bewegen und in den verworrenen Gassen der schmuddeligen Ostseite Londons umsehen konnte. An der Tür zögerte er jedoch. Zum ersten Mal in seinem Leben waren seine Zweifel stärker als sein Selbstvertrauen. Er glaubte, sich in der Grenze eines unerforschten Landes zu befinden. Und seine Zweifel hatten nichts mit den 3 Jahren Abwesenheit zu tun. Denn London blieb immer noch London, blieb immer seine Heimat und der Mittelpunkt der Welt. Der Weg, den er vor sich sah, war auf ärgerliche Weise unklar und verschleierte mehr, als er beleuchtete.
Doch er hatte keine Wahl. So schloss er die Tür, legte die Rolle des Sherlock Holmes ab und eilte die Treppe im schaukelnden Gang eines Seemanns hinab in die kalte Nachtluft. Zur gleichen Zeit klickte es in seinem Zimmer. Ein Schloss sprang auf. Die Luft in der Neptun-Taverne, von blauen Tabakschwaden und Alkoholdünsten durchzogen, war zum Schneiden dick. Gesang und Unterhaltungen verschmolzen zu einem babylonischen Gewirr und zwangen dazu, sich dem Gesprächspartner ganz intensiv und aus der Nähe zu widmen, was es anderen beinahe unmöglich machte, unbemerkt ein Gespräch mitzuhören. Im festen Griff erst sein zweites Glas Bier an diesem Abend und das noch beinahe voll, trotz der Zeit, die er es schon in der Hand hielt, schob sich Inspektor Kent von einem Tisch zum anderen. Scheinbar alkoholisiert, doch sehr aufmerksam jedem Wortwechsel lauschend, der an seine Ohren drang. Keiner, der ihn anblickte, hätte in ihm einen Inspektor von Scotland Yard vermutet. Mit seinem Dreitagebart und dem schäbigen Mantel wirkte er eher wie ein Laufbursche oder gar ein Schläger. Im Augenblick ermittelte er allerdings nicht für den Yard, da ihn seine Vorgesetzten aller Untersuchungen und Nachforschungen im Zusammenhang mit dem Verschwinden so vieler Menschen entbunden hatten. Und die verschwundenen Leute wie dieser feine Pinkel? Interessiert schlurfte Kent näher zu den Sprechern hinüber. Die Männer saßen an einem Tisch im Halbdunkel, von wo aus man über eine Treppe hinauf zu Räumen gelangte, die zweifelhaften Zwecken dienen mochten. Drei alte Teerjacken unterhielten sich leise und angeregt mit einem hageren, ganz in Schwarz gekleideten Burschen. Er war kein Seemann und stammte auch genauso wenig aus dem East End. Und ganz offensichtlich hängten sich die drei mehr an ihn, weil er ihnen Bier spendierte, als wegen irgendeiner Gemeinsamkeit oder gar Kameradschaft. Kent ließ sein Kinn auf die Brust sinken. Sein Blick huschte flüchtig zwischen seinem Bierglas und der Krempe seines tiefhängenden Huts hin und her. Er schien fast dem Zusammenbruch nahe, seiner Umgebung nicht bewusst, und dennoch hörte er beinahe alles und sah fast genauso viel. Die Geister erheben sich vom Boden, wirklich. Hacken die Leute und zerren sie runter, dahin, wo das Herz der dunklen Maschinen schlägt. Eine der höllischen Maschinen klatschte in die Themse. Das große Verschwinden. Die Geister. Ein fünfter Mann hatte sich langsam zu den Vieren hingeschoben und wirkte dabei genauso unbeteiligt wie zuvor Kent. Er ging sehr geschickt vor und erregte keinerlei Aufmerksamkeit, außer eben die des Inspektors, der alles und jeden unter Beobachtung hielt. Dieser fünfte Mann war hochgewachsen, schlank und hatte einen dunklen Teint. Offensichtlich handelte es sich bei ihm um einen ostindischen Seemann, aber er hatte doch etwas Ungewöhnliches an sich, was auch die Maske eines einfachen Laskaren nicht verbergen konnte. Und Kents Ansicht nach war es eine Maske. Trotz des niemals enden wollenden Bierstroms, oder vielleicht gerade deshalb, wurden die drei langsam leiser und verfielen schließlich in Schweigen. Und der Mann, der so freigebig mit seinen Münzen gewesen war, wollte bereits aufstehen. In diesem Augenblick trat der Laskara an ihn heran, beugte sich zu ihm hinab und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Der Mann blickte den Inder scharf an und nickte dann. Gemeinsam schritten sie zur Treppe. Kent straffte seinen Körper und ging ebenfalls dorthin. Er wollte den beiden hinterherschleichen und sie, wenn möglich, belauschen. Als er sich vorsichtig in die oberen Regionen der Schenke schieben wollte, spürte er plötzlich, wie kräftige Hände seine Schultern ergriffen und ihn wie eine Stoffpuppe herumrissen. Inspektor Kent, Sie spielen auf eigene Faust Räuber und Gendarme, ja? Der Mann war beinahe so breit wie hoch. Sie können keine blaue Flasche hinterm Spinat verstecken. Verdammter Schnüffler! Dickie Clabber war ein Eintreiber, den Kent ein paar Jahre zuvor nach Dartmoor gebracht hatte, weil er einem Ladenbesitzer die Arme und Beine gebrochen hatte, als dieser sich weigerte, einer gewalttätigen Bande geklaute Ware abzukaufen. Jetzt kriegen sie was ab, weil sie mich in den Knast gesteckt haben. Die Pranken, die Kent herumgerissen hatten, packten ihn nun an den Jackenaufschlägen. Kent rammte seinen fast vollen Bierkrug in Clabbers Gesicht, riss dessen Hände von seinen Jackenaufschlägen, stieß ihm sein Knie ins Gemächt. Und als der andere nach Luft schnappte und sich vornüber beugte, erwischte er ihn mit einem kräftigen Aufwärtshaken. Clabber ging zu Boden wie ein gefällter Baum. Und alle im Neptun wandten sich wieder ihrer eigentlichen Beschäftigung zu. Dass jemand niedergeschlagen und hinausgeschleift wurde, kam im Schankraum des Neptun häufiger vor. Während Kent die Treppe hinaufeilte, hörte er von oben das Splittern eines Fensters und wusste, dass es zu spät war, um den Mann in Schwarz zu verhören,
der sich so sehr für das Verschwinden der Menschen, für die Gespenster und für William Dunning interessiert hatte. Aber wenigstens war der Inder noch da. Scotland Yard, bleiben Sie sofort stehen. Ich habe einige Fragen an Sie. Guten Morgen, Inspektor Kent. Ihr Zusammenstoß mit Clubber scheint die Lage für uns beide ein wenig prekär zu gestalten. Heiliger Jesus, Mr. Sherlock Holmes. Seit 3 Jahren tot und immer noch mischt er sich ein. Ich habe Sir Reginald mein Wort gegeben, dass ich das Verschwinden seines Bruders untersuchen würde. Es hat mich keineswegs abgeschreckt, dass ein paar hohe Tiere in Scotland Yard und im Innenministerium dieses Vorhaben für ziemlich peinlich halten. Wie ich Sir Reginald ebenfalls erklärte, als er mich um Hilfe ersuchte, entgegnete Holmes, der nun nicht mehr jene dunkle Hautfarbe aufwies, die ihn in einen ostindischen Seemann verwandelt hatte, und der auch wieder Kleidung trug, die eher zu einem Detektiv passte, der im Londoner West End wohnte. Sie befanden sich in einem öffentlichen Badehaus unweit des Neptun, wo Holmes ein Schließfach gemietet hatte, in welchem er seine Kleidung und andere notwendige Utensilien weggeschlossen hatte. Wer war der Mann, mit dem Sie die Treppe hochgegangen sind? Er schien mir überaus neugierig in Bezug auf die eigenartigen Vorkommnisse im East End und das Schicksal eines Opfers, bei dem es sich um den jungen Dunning gehandelt haben könnte. Er verzweifelt als bloß neugierig. Und, ja, der Mann, nach dem er suchte, war William Dunning. Als William Dunning oder als das jüngste Opfer? Wie treffend. Er suchte nach Opfern des großen Verschwindens. Und bei dieser Suche stolperte er über William Dunning. Wer ist er? Er nannte seinen Namen nicht. Doch ich war in der Lage, einiges über ihn herauszubekommen, bevor er aus dem Fenster auf das Dach des Vorbaus sprang und in der Dunkelheit davonrannte. Was hat er gesagt? Nicht das, was ein Mann sagt, verrät am meisten über ihn, sondern wie er es sagt. Wie er handelt und nach außen hin erscheint. Ich habe Lestrade und Gregson über ihre Methoden sprechen hören, aber ich gebe zu, von ihrem Wert nicht unbedingt überzeugt zu sein. Natürlich ist die Theorie auch in der Polizeiarbeit von Wichtigkeit, doch ich ziehe klare Tatsachen vor, die nicht in Frage gestellt werden können. Wie beispielsweise die Tatsache, dass Sie vor kurzem eine schöne Summe Geldes aus einer Erbschaft von einem Verwandten auf dem Land erhielten, die Sie jedoch genauso schnell wieder verloren, als Sie auf Werte in der Kolonie Kenia spekulierten. Woher zum Teufel wissen Sie das? Ihre Uhrkette ist fast neu und offensichtlich um einiges wertvoller, als sich ein Inspektor bei Scotland Yard leisten kann. Die Uhr selbst ist jedoch keineswegs neu. Und obgleich sie zuvor blank poliert war, haben Sie sie mittlerweile vernachlässigt. Am Rand der Uhr sind grob die Initialen F und J eingraviert. Möglicherweise ein Cousin, wahrscheinlich aber eher ein Lieblingsonkel. Nur ein Mann, der keinen Uhrmacher kennt, würde selbst seine Initialen in ein abgerundetes Gehäuse ritzen. Und es erfordert schon eine gewisse ländliche Naivität, das mit einem Taschenmesser zu unternehmen. Die Uhr war ein Teil ihres Erbes. Aber die Kette dazu haben sie selbst gekauft, weshalb auch die Qualität nicht zur Uhr passt. Sie haben den Löwenanteil ihres geerbten Vermögens in Unternehmen in Kenia gesteckt. Vielleicht in eine oder mehrere Kaffeeplantagen. Denn warum hätten Sie sonst ein Exemplar des Mombasa-Registers in die Innentasche Ihres Mantels gesteckt? Ich entdeckte dies, als Sie sich aus dem hinteren Fenster beugten. Und es war auf der Seite mit den Anschriften von Rohstoffmärkten geöffnet, von denen Sie mehrere mit Bleistift dick unterstrichen haben. Die anhaltende Dürre in Ostafrika hat so manchen Engländer ruiniert. In Ordnung, Mr. Holmes. Ich gebe zu, dass Sie den Behauptungen Lestrades und Gregsons gerecht werden. Aber Ihr Eingreifen in eine offizielle polizeiliche Untersuchung ist unnötig. Offiziell? Sollen wir Ihre Vorgesetzten über den Stand Ihrer Untersuchung befragen? Sein Begleiter kaute nachdenklich an seiner Unterlippe. Es gibt keinen Grund, warum wir gegeneinander arbeiten müssten. Allerdings, Inspektor Kent. Mein Ziel ist lediglich, die Quelle der Schrecken zu entdecken, die East London im Griff halten, obgleich ich fürchte, wir stehen einem Phänomen gegenüber, das möglicherweise bald ganz London und noch viel mehr bedrohen könnte. Und William Dunning, Mr. Holmes? Interessiert mich natürlich auch. Doch die Gefahr für die Allgemeinheit wiegt viel schwerer als die für einen einzelnen Mann. Falls wir jedoch die größere Gefahr abzuwenden vermögen, wird auch Dunnings Rettung oder Schicksal gelöst und bewerkstelligt. Dann arbeiten wir also zusammen? Es wäre mir eine Ehre, Inspektor. Ich habe Ihre Fähigkeiten und Lösungsansätze stets hoch geschätzt. Erzählen Sie mir von dem Mann im Neptun. Lassen Sie uns diese Anstalt erst verlassen.
Sie ist nützlich genug, wenn es gilt, meine Identität zu verschleiern, aber es geht hier sehr ordinär zu. Es verkehren hier viele Lustknaben und andere unerwünschte Elemente, die jeden von uns beiden mit ähnlichen Absichten betrachten könnten wie clever Sie. Sind Sie bewaffnet? Ein Revolver wartet in meiner Manteltasche. Der könnte sich als eine weise Vorsichtsmaßnahme herausstellen. Der Morgen war kühl. Lediglich eine Spur von Nebel zog von der Themse herüber. Die Straßen waren fast leer. Nur hier und da sah man den einen oder anderen Früharbeiter oder eine zeitige Dirne auf der Suche nach einem schnellen Verdienst. Urteilt man nach der Aussprache des Mannes, dann ist klar, dass er die meiste Zeit seines Lebens in Wales verbracht hat, obgleich er in London an der Royal Academy of Science ausgebildet wurde. Er wohnt außerhalb Londons, vielleicht in Richmond, aber jedenfalls nicht weiter nördlich als Kew. Er ist Wissenschaftler und außerdem so etwas wie ein Mechaniker. Kürzlich hat er noch unter enormer Anspannung gestanden, sowohl physisch wie auch mental. Und obgleich er die Energie aufbrachte, durch das Fenster des Neptun zu flüchten, ist er nicht weit von einem vollständigen Zusammenbruch aus totaler Erschöpfung entfernt. Inwieweit hat er mit dem großen Verschwinden unter den Gespenstern zu tun? Das ist nicht ganz klar hervorgegangen. Wie ich in Erfahrung bringen konnte, bevor ich Frankreich verließ, haben sich die Fälle der verschwundenen Menschen vor allem auf das East End konzentriert. Jedoch nicht vollständig. Das ist richtig. Das gänzliche Ausmaß der Vorkommnisse wurde vor den Zeitungen geheim gehalten. Genau wie die Fälle der sogenannten Geister oder Gespenster. Welch eine unüberlegte Bezeichnung. Vielleicht stammt sie aus dem kranken Hirn irgendeines Schreiberlings. Aber ich wäre auch nicht überrascht, wenn sie von einem kleinen Bediensteten des Innenministeriums lanciert wurde. Blasse, unwirkliche Gestalten, die aus dem Nichts heraus auftauchen und ebenso plötzlich wieder verschwinden. Sehen doch darin nichts Übernatürliches, Mr. Holmes. Was ist schon übernatürlich? Außer man beobachtet die Natur nur ungenügend und versteht sie nicht. Einige unserer Vorfahren malten sich blau an, unterbauten Steinkreise, um die Geister zu erfreuen, von denen sie glaubten, dass sie unter ihnen lebten, die Sonne dazu brachten, aufzugehen und die Ernte positiv beeinflussten. Wir beobachten die Sterne durch Teleskope und praktizieren wissenschaftlich gesteuerten Anbau, aber der moderne Mensch kann sich noch immer nicht von dem blau angemalten Wilden lösen. Deshalb gibt es bei uns nach wie vor Astrologen, angebliche Zauberer und Leute, die an Gespenster oder Geister glauben. Was man im East End gesehen hat, waren keine Geister. Darin sind wir uns vollkommen einig. Während sie weiter schritten, tauschten sie leise Informationen über die Geister und das Verschwinden aus. Man hatte die hohe Zahl an vermissten Personen vor etwa 3 Monaten bemerkt, aber es hatte vermutlich schon vorher begonnen. Die meisten Londoner hofften, dass es sich lediglich um eine neue Mordwelle handelte und musterten die Wasser der Themse, um Leichen zu entdecken, die nicht gleich wieder an die Oberfläche getrieben waren. Das Beobachten der Geister hatte erst später begonnen. Einer der Gründe, warum die Journalisten und Sozialtheoretiker der Stadt sie keinem gemeinsamen Ursprung zugeschrieben hatten. Die Geister wurden als klein, schlank und sehr schnell beschrieben und sie bevorzugten dunkle Nächte und dichten Nebel. Menschen oder vielleicht irgendwelche eigenartigen Tiere. Ich kann es nicht sagen, Mr. Holmes, aber ich glaube, sie benutzen das Abwassersystem der Stadt, um sich fortzubewegen. Das sehe ich ähnlich. Auf welcher Basis beruht Ihr Schluss? Ich habe die Sichtungen auf einem Stadtplan von London abgesteckt. Der Zusammenhang war fast eindeutig. In den meisten Fällen stimmten sie mit direkten Zugängen zu den größten Abwasserkanälen oder zumindest zu einem der Seitenkanäle überein. Gute Arbeit. Haben Sie auch die Orte miteinander verbunden, an denen Menschen verschwunden sind? Das habe ich. Die Übereinstimmung war nicht derartig auffallend, aber dennoch nicht zu übersehen. Meiner Meinung nach hängen die Ereignisse eindeutig miteinander zusammen. Und Ihre Vorgesetzten? Die haben meine Schlussfolgerungen daraus rundweg abgelehnt. Ich bin es gewohnt, dass Menschen nicht in der Lage sind zu sehen, was ich so leicht erkennen kann. Aber nur ein besonders stumpfes und grobes Hirn wird die nicht zu leugnende Realität von beweisbaren Vorfällen abstreiten, wenn sie so klar auf einem käuflichen Stadtplan markiert sind. Kent blieb plötzlich stehen, packte Holmes am Arm und zog ihn in den Schatten einer Hausmauer. Die Gasse auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Eine kleine Gestalt, die sich in die Dunkelheit drückt. Er wollte nach seinem Revolver greifen, doch Holmes fasste nach seiner Hand und hielt ihn zurück. Das ist einer meiner Irregulars, der mich sucht, um mir etwas zu berichten. Irregulars? Er starrte die Gestalt an, die aus der Gasse kam, und seine Augen wurden groß. Ein Kind?
Hier drüben sind wir, Jimmy. Der Junge war nicht älter als 10 oder 11, aber er bewegte sich großspurig wie ein doppelt so alter Mann. Er war ärmlich, aber sauber gekleidet und Kent hätte gewettet, dass die Ausbeulung an seiner linken Wade entweder auf ein Messer oder einen Totschläger hinwies. Sein Haar leuchtete auch bei diesem Licht knallrot und sein Gesicht wies Sommersprossen auf wie das eines Bauernjungen. Morgen, Mr. Holmes! Grüßte der Bursche fröhlich, obgleich er dabei Holmes' Begleiter misstrauisch anschielte. Es ist alles in Ordnung, Jimmy. Das ist Detective Inspector Kent. Du kannst freisprechen. Der Polizist und der Straßenjunge, Gegner, die plötzlich auf neutralem Grund aufeinander trafen, gönnten sich gegenseitig ein kurzes Nicken. Ich und meine Freunde sind durch Chappie und Charters gelaufen und haben nach Neuigkeiten wegen dem Verschwinden und dem verdammten Geistern gesucht. Wieso wollten Mr. Holmes? Mit welchem Erfolg? Wieso sagten Mr. Holmes, die Leute sehen mehr, als was gesagt oder geschrieben wird? Man musste nur fragen. Und wir haben gefragt. Die Leute wollen es ja erzählen. Sie warten nur drauf, weil sie nicht allein sein wollen mit ihren Albträumen, wenn sie vor Angst bibbern. Dann berichtet Jimmy. Noch keiner von uns hat die Geister selber gesehen. Aber wir haben ihre Spur entdeckt. Spur? Fußabdrücke und Tropfen. Komische Spuren. Alle schmal und starksig. Und dann dieser verdammte Gestank. Wie aus einer Kloake. Ich hab's geahnt. Dieser Narren. Erzähl uns von dem Mann in Schwarz. Mann, woher wissen Sie von dem Kerl? Der Mann in... Begann Kent, doch Holmes brachte ihn mit einem kurzen Wink zum Schweigen. Deine Kameraden sind auf Berichte gestoßen, dass sich ein solcher Mann im East End herumtrieb und Erkundigungen über das Verschwinden und die Geister einzog, obgleich er eigenartigerweise kein Interesse an den möglichen Hintergründen zeigte. Ei, stimmt auffällig, Mr. Holmes. Ganz schwarz angezogen ist er und spricht einen Dialekt, der bestimmt nicht aus London stammt. Jimmys Beschreibung ließ keine Zweifel offen, dass es sich bei diesem geheimnisvollen Unbekannten um niemand anderen als jenen Mann handelte, der die alten Seebären an jenem Zufluchtsort alles Seemännischen ausgehorcht hatte und der durch das Hinterfenster des Neptun entkommen war. Mehrere Bewohner von Surrey und dem East End, ja sogar ein paar, die westlich von Aldgate wohnten, hatten berichtet, sie seien von dem besagten Mann angesprochen worden, der mit einem so eigenartigen Dialekt sprach, dass er selbst in einer Stadt auffiel, in welcher mehr Akzente und Dialekte zu hören waren, als man außerhalb Indiens vernahm. Er tauchte aus dem nächtlichen Nebel auf oder trat aus dem Schatten der Gassen und fragte die Menschen über die Geister aus oder erkundigte sich nach den Verschwundenen. Ein Journalist war er augenscheinlich nicht, denn er machte keine Notizen oder fragte nach den erhitzten Meinungen. Und er war auch mit Sicherheit kein Agent der Regierung, der die Panik einzudämmen versuchte. Denn wenn die Polizei in der Nähe auftauchte, verschwand er stets. Keiner weiß, wer es ist. Aber einige hatten vor ihm solche Angst, als sei er selber so ein Dämon. Wie war denn sein Name, Bursche? Also Quip hat gehört, wer etwas vor sich hin murmelte. Aber undeutlich. Ungefähr wie, die Zeit schallt Maddox Tor halt. Aber ob er nur dieser Maddox ist? Der Junge zuckte die Achseln und stand dann mit verschränkten Armen da. Das ist alles, was ich weiß, Mr. Holmes. Ist nicht viel, schätze ich. Aber mehr haben wir nicht. Eine ganz bewundernswerte Leistung nach so kurzer Zeit. Wir können von dir und den anderen bestimmt nicht mehr verlangen. Sorge dafür, dass dies unter deinen Kameraden aufgeteilt wird. Ei, wenn wir mehr erfahren, sage ich Ihnen. Kent runzelte missbilligend die Stirn, als der Junge in Dunkelheit und Nebel losmarschierte. Mein Gott, wie er das Englisch der Königin misshandelt. Zum Glück ist das kein Verbrechen. Sonst wären die meisten Briten und der halbe Adel deshalb im Gefängnis. Er wird das Geld verschwenden, Holmes. Er und diese anderen Irregulars. Ich bin überrascht, dass sie Kinder benutzen, um für sie herumzuschnüffeln. Diese Kinder würden sich ohnehin auf den Straßen herumtreiben, da diese sicherer sind als jedes Zuhause, das sie haben könnten. Ich gebe ihrem Herumtreiben einen Sinn und mache sie, wenigstens eine Weile lang, zu Agenten des Gesetzes. Verbrechen kann man nicht beenden, indem man Geld austeilt. Gewiss nicht. Doch es ist mithin auch klar, dass die Armut die Wurzel der meisten Verbrechen darstellt, unter denen unsere Metropole leidet. Die Menschen stehlen, weil sie arm sind und morden, weil sie besitzen wollen. Könnte man die Wurzel des Verbrechens beseitigen, indem man nicht Geld herschenkt, sondern das Los der Menschen verbessert, wäre London beinahe frei von Verbrechen. Mr. Holmes, Sie würden Männer wie uns um den Job bringen. Keineswegs, Inspektor. Verbrechen aus Not auszuschließen, würde unsere Arbeit nur noch interessanter und lohnender machen. Denn es blieben immer noch die Untaten jener, die zum Bösen geboren sind. Glauben Sie, dass der Mann in Schwarz Maddox heißt? Maddox ist ein walisischer Name. Und der Akzent unseres Mannes zeigt, dass er aus dieser Region stammt.
Und wie steht es mit dem Inhalt seines Gestammels? Was schließen Sie daraus? Nicht viel, fürchte ich. Was mir die meisten Sorgen bereitet, ist das Ausmaß der Fälle, in denen Menschen verschwanden. Mir war bereits klar, dass dieses Problem größere Ausmaße zeigt, als meine Vorgesetzten zuzugeben bereit waren. Aber wie es scheint, haben Ihre kleinen Irregulars ganz London abgesucht und sind überall auf diese Ereignisse gestoßen. Jeweils mit diesem Madoc auf den Fersen. Können wir diesen Mann aufspüren, dann bin ich sicher, dass wir sowohl das Verschwinden wie auch die Geister des East End zu den Akten legen können. Und überdies noch Ihren jungen Dunning finden. Ich hoffe, dass es so einfach sein wird, Inspektor. Aber Mr. Madoc ist kein Heilmittel für diese Seuche, obgleich es sich herausstellen mag, dass er an ihrem Beginn steht. Ich kann Ihnen nicht folgen. Er sucht genauso verzweifelt wie wir. Aber von der anderen Seite her. Wir bemühen uns, William Dunning zu finden und eventuell zu retten, indem wir den Schleier des Unwissens zu durchdringen versuchen, der das Verschwinden umgibt. Er jedoch scheint nach dem Ursprung des Verschwindens zu suchen, indem er sich nach den Opfern erkundigt und dem Auftauchen der Geister folgt. Mal sei sich seines Wissens sicher. Aber wie kann ihn das zum Ausgangspunkt der Geister oder des Verschwindens oder beider machen, falls sie miteinander verbunden sind, wie wir vermuten? Wenn ich vorher noch einen Rest von Zweifel hegte, hat das Bindeglied Madoc die Verbindung besiegelt. Aha. Was seine Rolle betrifft, bedenken Sie einmal den Zustand des Mannes, den wir im Neptun beobachteten. Abgezehrt, bedrückt und dem physischen und geistigen Zusammenbruch so nahe, wie ich es zuvor kaum jemals gesehen habe. Und doch war er immer noch auf den Beinen, hat immer noch weitergemacht und sich gegen die drohende Gefahr gestemmt. Was treibt ihn so, Inspektor? Was treibt uns an, Mr. Holmes? Pflichtgefühl. Bei diesem Madoc könnte es das Gleiche sein. Ich glaube nicht, Inspektor. Wir tun das, was wir machen, weil es unsere Berufung ist. Aber Madoc ist Wissenschaftler, eine Art von Konstrukteur. Ihn kann höchstens ein Schuldgefühl so antreiben. Die Annahme seiner Schuld. Wie könnte denn die Verantwortung für so etwas auf seinen Schultern lasten? Das ist im Augenblick nicht klar. Aber wenn wir Mr. Madoc aufspüren, könnte sich alles aufklären. Dann ist es an der Zeit, keine Geister mehr zu jagen, sondern vielmehr ein Wild aus Fleisch und Blut. Das Royal College of Science, also die Technische Universität, war ein stattliches vierstöckiges Terrakotta-Gebäude mit schönen Wandgemälden im italienischen Stil an der Seite zur Messestraße gegenüber dem Postamt und neben dem South Kensington Museum. Nach einem eiligen 2-Minuten-Marsch vom South Kensington Bahnhof aus standen Sherlock Holmes und Inspektor Kent vor dem stillen, dunklen Gebäudetrakt, der nur schwach von den Reihen der weit voneinander entfernten Gaslaternen beleuchtet wurde. Die Schatten hoher, kahler Bäume fielen auf die Fassade der Südwand. Hier weiß man vielleicht etwas über diesen Madoc, aber zu dieser Stunde... Hier befindet sich außer den Bediensteten immer jemand im Haus. Kann ich Ihnen helfen? Inspektor Kent von Scotland Yard. Und dies ist Mr. Sherlock Holmes. Mann! Sherlock Holmes! Aber... Ja, ja. Wie es sich erwies, waren die Berichte über meinen Tod reichlich übertrieben. Ist jemand von der Institutsleitung zu dieser unchristlichen Stunde zu sprechen? Ja, schon. Es tut mir leid, Mr. Holmes. Bitte folgen Sie mir. Mr. Dawning, der Assistent des Rektors, arbeitet noch. Ich bin sicher, er wird gern mit Ihnen beiden sprechen. Über alles, was Sie wollen. Sie wurden in ein verhältnismäßig kleines und bescheidenes Büro geführt, wie es einem untergeordneten Verwaltungsbeamten an einer Hochschule zustehen mochte. Der Mann hinter dem Schreibtisch, der im Schein einer Doppellampe arbeitete, war mittleren Alters, schlank und von jener ästhetischen Blässe, die man so häufig bei Menschen antrifft, die sich hinter Bücherstapeln vor dem Sonnenschein verbergen. Man stellte sich vor.
Alle setzten sich und Kent erklärte den Grund ihres nächtlichen Besuchs. Maddox, sagen Sie? Ich glaube, wir hatten schon eine Reihe von Studenten dieses Namens, aber mir scheint Ihre Beschreibung passt recht gut auf einen bestimmten Mann. Er war gut genug, was seine Studien betrifft, aber er war auch recht streitsüchtig und zeigte jene unverhüllte Grobheit, die man bei Walisern so häufig antrifft. Er bestand das Examen, wenn ich mich richtig erinnere, doch ohne besondere Auszeichnung. Dass ich mich überhaupt seiner entsinne, meine Herren, verdanken Sie zweifellos seinem Streit mit Hinton. Hinton? Charles Howard Hinton, ein Mathematiker. Er ist auch eine Art von Unruhestifter und glaubt, was seinen Bereich der Mathematik betrifft, stets recht zu haben. Er hat mehrere Studien über die höheren Dimensionen der Geometrie veröffentlicht. Er blickte Holmes erwartungsvoll an. Mein Fachgebiet ist die Untersuchung von Verbrechen. Meine Spezialitäten sind jene Gebiete der Wissenschaft, die mir dabei behilflich sein können. Die Mathematik hat mir lediglich dazu verholfen, mir einen Feind zu verschaffen, der mir fast den Tod gebracht hätte. Welcher Natur war der Streit zwischen Maddox und Hinton? Ich weiß nur von der Missstimmung und den wüsten Beschimpfungen, die ausgetauscht wurden. Doch ich erinnere mich, dass es etwas mit Hintons Studien zu den höheren Dimensionen der Geometrie und der Natur der Zeit zu tun hatte. Haben Sie eine Ahnung, wie wir mit Professor Hinton in Verbindung treten können? Mr. Hinton hat mit unserer Institution nichts mehr zu tun, aber ich glaube zu wissen, dass er nach London zurückgekehrt ist. Der Rektorassistent blätterte in einem großen, ledergebundenen Hauptbuch, schrieb sodann eine Adresse auf ein Blatt Papier und übergab es dem Inspektor. Ja, er wohnt nicht weit von hier. Und nun, meine Herren, sollte es nichts anderes geben, was Sie von mir zu erfahren wünschen, muss ich mich wieder an meine Arbeit machen. Holmes und Kent verließen das Royal College of Science, gingen zum königlichen Marstall und dann weiter die Imperial Institute Road hinab, vorbei an dem imposanten Renaissance-Gebäude des königlichen Instituts selbst. Am Queen's Gate winkten sie einer vorbeifahrenden Droschke. Kaum 10 Minuten später setzte diese sie vor dem Cheyne Walk Nummer 93 in Chelsea ab. Der dunkle Lauf der Themse war in Nebel gehüllt, doch das Plätschern klang wie ein sanftes Schlaflied in ihren Ohren. Wenn man eine Ecke von London sieht, die so ruhig und friedlich wirkt, kann man sich kaum vorstellen, dass irgendetwas in dieser Welt nicht in Ordnung sein könnte. Ja, es schläfert einen Teil des Gehirns ein. Doch es lässt einen anderen Teil erschauern, denn die uralte Redensart von der Stille tiefer Wasser trifft sehr wohl zu, wenn es um die Seelen unserer Mitmenschen geht. Eine bürgerliche Fassade macht uns oft blind gegenüber dem Bösen, das darunter verborgen liegt. Auf ihr Klopfen hin öffnete ein Mann Anfang 40 im Morgenmantel, machte jedoch die Tür nur einen Spalt weit auf. Eine Öllampe mit ungekürztem Docht in der Hand gab er sich als Charles Howard Hinton aus und wollte wissen, mit wem er es so spät am Abend noch zu tun habe. Nachdem Inspektor Kent seine Ausweispapiere vorgezeigt und seinen Begleiter vorgestellt hatte, ging die Tür ganz auf, sodass sie eintreten konnten. Hinton führte sie in eine Wohnstube, wo er die Gasleuchten anzündete. Nun, was wünschen Sie? Kennen Sie jemanden namens Maddox? Hintons Miene verfinsterte sich. Ich kenne einen Pfuscher und Betrüger namens Maddox. Mösen Maddox. Falls das alles ist, was Sie wissen möchten, bitte ich Sie nun zu gehen. Kent war sichtlich ungehalten ob der Grobheit dieses Mannes und weder er noch Holmes machten Anstalten, die Wohnung zu verlassen. Stattdessen gab er eine Beschreibung des Mannes ab, den sie im Neptun gesehen hatten. Ja, das trifft auf Maddox zu. Hinton beugte sich nach vorn und grinste. Sagen Sie mir, dass der Kerl etwas ausgefressen hat und sich auf gutem Wege nach Dartmoor in Devon befindet. Soweit ich weiß, tut er das nicht. Im Augenblick wären wir froh, wenn wir mit ihm über gewisse Nachforschungen sprechen könnten, die wir angestellt haben. Hinton grummelte. Offenbar bestehen gewisse Animositäten zwischen Ihnen beiden. Hassen Sie ihn wirklich so sehr? Bloß weil seine Sichtweise der höheren Geometrie Ihren Theorien widerspricht? Hinton warf seinem Gast einen bösen Blick zu. Glaubt irgendjemand von Ihnen beiden daran, dass Reisen in die vierte Dimension möglich sind? Die vierte Dimension? Was in drei Teufelsnamen meinen Sie damit? Ich glaube, Mr. Hinton beruft sich auf die Zeit als weitere Dimension. Diese Sichtweise erfreut sich momentan zunehmender Akzeptanz unter Wissenschaftlern und Philosophen. Ganz richtig, Mr. Holmes. Wir glauben an Länge, Breite und Höhe, die drei geläufigen Dimensionen des Raumes, weil wir sie ohne weiteres sehen und ertasten können.
Für ein Lebewesen aus der ersten Dimension, nennen wir sie Linienland, wäre der Kosmos beispielsweise nichts weiter als eine unendliche Gerade. Nie nehme unser kleiner Linienmensch wahr, was darüber hinausgeht, obwohl man sein Universum bloß um 90 Grad drehen muss, um eine zweite Dimension, Flachland, hinzuzufügen, die Euklid so geläufig war, wie jedem Mathematikschüler, der Flächenberechnung gelernt hat. Die Bewohner von Flachland, meinetwegen Dreiecksfrauen, Quadratmänner oder fünfeckige Priester, würden sich uns, Gentlemen, auf dem Präsentierteller offenbaren, da wir sie aus der dritten Dimension beobachten. Für sie wären wir Götter, die von einem ihnen unvorstellbaren Reich aus in ihre Häuser und ihr Wesen selbst hineinschauen können. Treten wir indes körperlich in Flachland in Erscheinung, sehe man uns nur als Anordnung von Kreisen und Ovalen unterschiedlicher Größe. Kent lehnte sich in seinem Sessel zurück und atmete geräuschvoll aus. Hinten lachte. Ich kann Ihre Verwirrung nachvollziehen, Inspektor. Sie fühlen sich ähnlich überfordert wie meine jungen Schüler, wenn ich Sie bitte, die Grenzen der Wahrnehmung und Rationalität hinter sich zu lassen. Nachdem Sie uns nun vor Augen geführt haben, wie es sich mit den Dimensionen unseres sichtbaren Universums verhält, werden Sie es sicher ein weiteres Mal um 90 Grad drehen. Nicht wahr? Sehr gut, Mr. Holmes. So entsteht eine vierte Dimension, die der Zeit, als Erweiterung der gängigen drei. Manche Menschen und sogar Gelehrte glauben, diese vierte Dimension unterscheidet sich auf irgendeine Art von denen, welche wir bereits kennen. Doch mit ihr hat es überhaupt nichts Geheimnisvolles auf sich. Ein Punkt setzt sich in einer Linie fort, die sich zum Quadrat erweitern lässt. Richtet man diese senkrecht zu seinen beiden Dimensionen auf, entsteht ein Würfel. Und wenn man den, etwa einen ganz gewöhnlichen Spielwürfel, erneut in eine Richtung verschiebt, die wir uns nicht vorstellen können, entsteht ein vierdimensionaler Hyperwürfel. Überaus faszinierend, Professor Hinton. Aber nur als Gedankenspiel von Nutzen. Ganz Ihrer Meinung. Was ist nun mit Mr. Maddock? Dieser walisische Dilettant. Ihr Argwohn liegt also darin begründet, dass Mr. Maddock es nicht als bloßes Gedankenspiel ansieht, sondern ihm einen praktischen Wert zumisst. Meine Forschungsergebnisse und Ausführungen hat er völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Die Zeit als vierte Dimension sichtbar zu machen, besitzt zweifellos einen praktischen Wert, nämlich den der Erweiterung des menschlichen Bewusstseins. Ich habe die einst Spekulationen vorbehaltenen Bereiche nicht in geordnete Bahnen gelenkt, damit irgendein Stümper mit seinem gefährlichen Halbwissen über Mathematik und Physik einen Motor für eine Maschine baut. Eine schändliche Maschine, Gentlemen. Eine Zeitmaschine. Kent warf seinem Begleiter einen flüchtigen Blick zu. Er wusste nicht, was ihn stärker beunruhigte. Hintons Enthüllung oder Holmes seelenruhiger Gesichtsausdruck. Wissen Sie, wo wir Mosen Maddock finden, Professor? Hinton schüttelte den Kopf. Ich habe weder eine Ahnung noch den Drang, es zu erfahren. Dann runzelte er die Stirn und tippte sich leicht mit seinem dünnen Zeigefinger gegen die Schläfe. Allerdings gibt es noch jemanden in London, an den Sie sich wenden könnten. Wenn ich mich recht entsinne, heißt dieser junge Mann Wells. Herbert George Wells. So. Er erfreut sich zunehmender Beachtung als Schriftsteller, wobei sein Hauptfeld gleichwohl, ohne thematisch festgelegt zu sein, im Bereich der Erzählliteratur liegt. Maddock stieß damals bei ihm auf offene Ohren, als wir drei gemeinsam das Royal College besuchten. Mhm. Zwar verfasste er 88 ein oberflächliches Werk, das auf Maddocks Stümperei beruhte. Doch womöglich besteht der Kontakt zwischen den beiden nach wie vor. Ich bin mir nicht sicher, weil mich mit keinem von Ihnen weiterhin irgendetwas verbindet, obwohl ich nichts gegen Wells persönlich habe. Er schrieb eine Adresse auf die Rückseite eines Umschlags und überreichte diesen Kent. Bis zu ihm sind es keine 5 Meilen von hier aus. Wenn Sie also mehr über Mosen Maddock und seine Irrungen erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an Mr. Wells. Und verschonen Sie mich bitte in Zukunft. Die genaue Adresse lautete Mornington Terrace 12 und befand sich im Nordwesten, unmittelbar hinter dem weiten Gelände von Regent's Park.
Hier standen Backsteinhäuser dicht an dicht. Bescheidene, aber gepflegte Anwesen hinter schweren Eisenzäunen, in die man von dem breiten Gehweg aus Einlass erhielt, nachdem man die kurze Treppe zur Haustür erklommen hatte. Im Gegensatz zu den Nachbarhäusern brannte in Nummer 12 Licht. Sie klopften dezent an, woraufhin ein hagerer, sorgfältig gekleideter Mann mit üppigem braunen Schnurrbart und wachsamen blauen Augen öffnete. Mr. Wells? Ja, mein Name lautet Herbert Wells. Ich bin Inspektor Kent von Scotland Yard und das ist Sherlock Holmes. Ist mir ein Vergnügen, Mr. Holmes, wenn auch ein unerwartetes. Danke, Mr. Wells. Sehen Sie uns die Störung zu solch früher Stunde bitte nach, Mr. Wells. Wir haben jedoch ein dringendes Anliegen an Sie. Aber gewiss doch. Treten Sie bitte ein, Gentlemen. Sie sind meine ersten Besucher, seit ich hier eingezogen bin. Erst kürzlich? Ja, relativ. Es dauerte von Januar bis März. Vorher wohnte ich am Mornington Place 7, aber nach, nun ja, persönlichen Unannehmlichkeiten, über die ich mich nicht auslassen möchte. Wells führte sie in ein geschmackvoll möbliertes Wohnzimmer. Nur eine Paraffinlampe erhellte den Raum, die auf einem mit Schreibpapier übersäten Arbeitstisch stand. Bitte nehmen Sie Platz. Sie haben mich nicht geweckt. Ich arbeite gerade an einer Geschichte, die ich veröffentlichen möchte. Ist es ein Roman? Kein umfangreicher. Ich nenne diese literarische Form Wissenschaftsroman. Sie bedient sich vieler typischer Stilmittel aus der Romantik, beruft sich jedoch auch auf wissenschaftliche Theorien. Beispielsweise jene, wonach Zeitreisen im Bereich des Möglichen liegen? Wells' Augen begannen aufgrund dieser Worte zu strahlen. Mr. Holmes, ich habe schon viele absonderliche Gerüchte über Sie, Ihre Beobachtungsgabe und investigativen Fähigkeiten gehört. Doch woher um alles in der Welt wissen Sie, welchem Thema ich mich gegenwärtig widme? Demnach stimmt es, dass die geometrischen Theorien von Mosen Maddock Ihnen als Stoff für eine Erzählung dienen. So ist es. Ist Ihnen, Gentleman, vielleicht die Argonauten der Zeit ein Begriff? Ein Werk, das ich vor einigen Jahren verfasst habe. Holmes und Kent verneinten. Nun, die Geschichte wurde veröffentlicht, obwohl ich die Idee nicht konsequent bis zum Ende ausgearbeitet hatte. Ach. Gerne würde ich, so dies möglich wäre, den Gesamtbestand aller drei aufeinanderfolgenden Ausgaben der Zeitschrift aufkaufen, in welcher sie abgedruckt war. Wie Sie bereits angedeutet haben, Mr. Holmes, verarbeite ich darin relativ frei und auf recht abgeschmackte Weise gewisse Gerüchte über Maddock aus der Zeit, als wir gemeinsam am Royal College waren, das damals noch Normal School of Science hieß, sowie teilweise auch die verstiegenen Ansichten von Professor Charles Hinton über die wundersame Welt der höheren Geometrie. Professor Hinton war es, der uns an Sie verwiesen hat. Ich wusste gar nicht, dass der alte Junge wieder in London weilt. Nach der Veröffentlichung von Die Argonauten der Zeit haben wir uns alle mehr oder weniger überworfen. Maddock hat mir meine literarische Narretei allerdings schneller verziehen als Hinton. Die Thematik ist mittlerweile weitergefasst und als Gesellschaftskritik zu verstehen. Ein Kommentar zum Klassenkampf, der die Menschen eines Tages spalten wird, wenn wir es nicht vollbringen, eine Welt zu erschaffen, in der jeder gleich ist. Wie das jetzt? Zudem habe ich den ursprünglich leicht stupiden, fast scherzhaften Titel aufgegeben und mir einen angemesseneren ausgedacht, der gleichwohl sehr pathetisch klingt. Die Zeitmaschine. Es geht nicht um den Roman, sondern um Maddock. Haben Sie ihn in letzter Zeit gesehen oder wissen Sie, wo er steckt? Ich habe ihn vor nicht allzu langer Zeit bei sich zu Hause in Richmond besucht, in der Nähe des Cholmondeley Walk am Green Park. Er wirkte damals vollkommen verängstigt. Er hatte mich und ein paar andere Gleichgesinnte an jenem Abend zum Essen eingeladen. Was er uns zu diesem Anlass offenbarte, hat mich auch dazu bewogen, meine Aufzeichnungen zum Thema erneut durchzusehen. Was genau hat er Ihnen offenbart, Mr. Wells? Seine Maschine. Mosen Maddock hat eine Zeitmaschine gebaut, die funktioniert und mit der er bereits in die Zukunft gereist ist. Gestatten Sie mir, das weiter auszuführen. Der Gestank aus den Beinhäusern. Eine besiegte, unterdrückte Menschheit, die in die Dunkelheit hineinschlurft. Das ewige Murmeln und Schluchzen der höllischen Maschinen tief unten.
die weiße geflügelte Sphinx, die sich unter den brodelnden schwarzen Wolken über die Ruinen Londons erhebt. Das Triumphgeheul der Morlocks. Inspektor Charles Kent und Sherlock Holmes saßen einander im Abteil des vorletzten Zugs nach Richmond gegenüber, der das wirre Gleisnetz der Waterloo Station jeden Augenblick hinter sich lassen sollte. Sie befanden sich allein im Waggon und Holmes hatte, nachdem sie von Wells fortgegangen waren, den ganzen Weg von St. Pancras aus geschwiegen. Sherlock Holmes war schon ein seltsamer Vogel, dachte Kent, während er zum Fenster hinaussah und das Spiegelbild seines Begleiters betrachtete. Er wusste sich keinen Reim auf die versponnenen Erläuterungen zu machen, die Wells ihnen sowohl über die Funktionsweise der Zeitmaschine als auch über die unvorstellbare Zukunft nach Maddocks Berichten an die Hand gegeben hatte. Seltsam, dass Professor Hinton gelogen hat, was Wells angeht. Nicht wahr? Verzeihung, was meinen Sie? Hinton schrieb Wells Adresse ohne zu zögern nieder, obwohl dieser seit kaum einer Woche am besagten Ort wohnt. Dennoch behauptete er, schon seit längerer Zeit nichts mehr mit dem Mann zu tun zu haben, während für uns kein Grund zur Annahme besteht, Wells habe ebenfalls gelogen, als er sich wegen Hintons Rückkehr nach London überrascht zeigte. Erachten Sie das für wichtig? Nicht für unsere Suche, aber merkwürdig ist es dennoch. Der Zug ließ den Bahnsteig unter ruckartigen Bewegungen hinter sich, kaum dass die Pfeife eines Schaffners das Zeichen zum Losfahren gegeben hatte. Erst als die Lokomotive ins Dunkel der Nacht tauchte, nahm man gleichmäßig Fahrt auf. Maddock muss Wells beim gemeinsamen Abendessen nicht zwangsläufig die Wahrheit gesagt haben. Auch braucht sich die Zukunft, selbst wenn es so etwas wie eine Zeitmaschine gibt, nicht unbedingt unserem Einfluss entziehen. Die Vergangenheit können wir nicht ändern. Doch den Glauben daran, dass wir unseres eigenen Glückes Schmied sind, dürfen wir nicht verlieren. Hoffentlich haben Sie recht, Holmes. Ich weiß, dass Wells nicht nur literarisch frei mit dem umgeht, was Maddock ihm erzählt haben mag, sondern auch philosophische Fragen aufwirft. Falls aber selbst nur ein Teil der Geschichte wahr ist, weshalb dann all unsere Mühen? Warum streben wir nach dem Licht, wo doch ohnehin alles der Dunkelheit anheimfallen und der ewige Kampf zwischen Gut und Böse zur Persiflage von Eloy und Morlocks verzerrt wird? Er schwieg und blickte nach draußen, wo gerade die Armenhäuser der Wandsworth Street vorbeihuschten. Woran glauben Sie, Holmes? Im Allgemeinen finde ich, dass der Glaube den Geist in nahezu gleichem Maße trübt, wie gesundes Misstrauen ihn frei macht. Während der Zug die Putney Street entlang und danach über Barnes Common ratterte, sah man hin und wieder die Themse vorbeifließen. Rechts ließen sie Kew Gardens hinter sich, ehe sie in Richmond ankamen. Am Kartenschalter mussten sie den ergrauten Verkäufer wecken, um einen Wagen nebst Kutscher anzumieten. Innerhalb einer Viertelstunde hatten sie das schlafende Richmond verlassen und standen in der Finsternis vor Mosen Maddocks Anwesen. Wie ihr Fahrer ihnen erzählte, zog der Mann die Neugier seiner Nachbarn auf sich, da er angeblich sonderbare wissenschaftliche Experimente durchführte. Genaueres weiß ich nicht. Unfassbare Erscheinungen zu nachtschlafender Zeit. Nebelhafte Gestalten, die ihr Unwesen im Dickicht von Old Deer Park und unten in Richmond Park treiben. Vermisste Haustiere wurden tot und mit Bissspuren aufgefunden, die selbst der größte Fuchs nicht hinterlassen haben könnte. Phantome eben und wahnwitzige Spukgeschichten, wenn Sie verstehen, was ich meine. Was liegt da näher, als den Eierkopf und seine Experimente dafür verantwortlich zu machen? Jedenfalls denken die Leute hier so, aber sie unternehmen nichts dagegen. Sie sorgen nur dafür, dass ihre Fenster fest verschlossen bleiben und die Haustür sperren sie gleich zweimal ab. Sie baten den Fahrer zu warten und gingen dann an verwilderten Gärten vorbei, die lange Auffahrt zu dem imposanten Backsteinhaus hinauf. Das muss das Labor sein, die Wurzel allen Übels. Schlichte Gemüter brauchen schlichte Antworten. Sie meinen also, Maddock wäre das Opfer hinterwäldlerischer Vorurteile? Nicht unbedingt, Inspektor. Denken Sie an die flüchtigen weißen Gestalten, die man im Gehölz gesehen haben will und für verschwundene und getötete Tiere verantwortlich macht. Dämmert es Ihnen da nicht? Grundgütiger Holmes! Könnte es etwas mit den Vorfällen in London zu tun haben, den Geistern und den Vermissten anzeigen? Dort nahm es wohl seinen Anfang. Doch mittlerweile hat es sich ausgeweitet. Wegen der Entfernung zum Stadtzentrum. Und weil die Gefahr der Entdeckung hier geringer ist. Holmes nickte.
Ziehen Sie gleichfalls die Wesen aus der Zukunft in Betracht, die Madoc gesehen haben will, auch wenn wir sie nur aus zweiter Hand durch Wells Beschreibung kennen. Besteht da nicht eine frappierende Ähnlichkeit zu den mutmaßlichen Geistern? Morlocks? Morlocks in London? Dies alles bleibt soweit Spekulation. Wie stichhaltig es wirklich ist, hängt in erster Linie vom Wahrheitsgehalt dessen ab, was Madoc seinen Gästen beim Dinner unterbreitet hat. Könnte er sich einen Scherz erlaubt haben? Man sieht Madoc an der Nasenspitze an, dass er so etwas nicht tun würde. Dann haben wir es hier mit einer satten Lüge zu tun. Auf jeden Fall nur mit der halben Wahrheit. Wells Ausführungen entbehren nicht gewisser Ungereimtheiten. Falls er sich richtig an Madocs Geschichte erinnerte, sind diese auf den Urheber zurückzuführen, der sie womöglich absichtlich eingeflochten hat. Glauben Sie mir, Inspektor Kent, ich weiß nur zu gut, welche Freiheiten sich manche Schriftsteller herausnehmen, wenn es um Fakten geht. Nachdem sie die Haustür erreicht hatten, klopften sie an. Eine kleine, grauhaarige Dame öffnete ihnen. Sie zog ihr Gewand fest um den Körper, während sie mit der anderen Hand zitternd eine Kerze vor sich hielt. Was wünschen Sie zu dieser unchristlichen Zeit, meine Herren? Ist dies das Haus von Mosen Madoc? Das ist es. Und ich bin Mrs. Watchett, seine Haushälterin. Wer möchte das wissen? Inspektor Kent von Scotland Yard. Er zeigte ihr seinen Ausweis. Und Sie? Mein Name ist Sherlock Holmes. Ihr Blick wurde noch misstrauischer. Dann leben Sie also doch noch. Obwohl sie auf den Zeichnungen im Strand Magazine ganz anders aussehen. Ist Mr. Madoc zu Hause? Ach, er kommt und geht, wie er will. Ich denke, er ist hier, dann finde ich ihn nicht und wenn ich glaube, ich sei allein, taucht er aus dem Nichts auf. Ich weiß mir keinen Rat mehr. Seit dem Abendessen und weil dieses Gesindel ihm an den Kragen wollte, benimmt er sich komisch. Und dann noch die ganzen unheimlichen Vorfälle in der Gegend. Dürfen wir eintreten, Mrs. Watchett? Wir sind eigens aus London angereist. Sie haderte sichtlich mit sich. Ich verspreche Ihnen, dass wir keine Umstände machen werden. Sie dürfen mich beim Wort nehmen. Schließlich öffnete sie den Türspalt ein Stück weiter, sodass die beiden Männer gerade hindurchschlüpfen konnten. Dann schlug sie die Tür rasch zu, schloss ab und schob oben und unten jeweils einen Riegel vor. Ich weiß nicht, wo er steckt. Vielleicht ist er da, vielleicht aber auch nicht. Wie dem auch sei, wir werden warten, bis Mr. Madoc kommt. Sie kommen zurecht? Ich werde wieder zu Bett gehen. Mrs. Watchett, Sie erwähnten, Ihr Dienstherr sei kurz vor dem gemeinsamen Abendessen mit Bekannten tätlich angegriffen worden. So habe ich das nicht gesagt. Aber genau das ist passiert, ja. Haben Sie die Geschichte mitbekommen, die er seinen Gästen erzählte? Jawohl. Ein verflucht gutes Märchen. Nur noch eins, Mrs. Watchett. Kam Mr. Madoc, als er sich unmittelbar nach dem Überfall seinen Gästen widmete, von draußen herein? Er kam durch die Tür, die zu seinem Labor führt. Dort gibt es auch einen separaten Eingang. Danke, Mrs. Watchett. Gute Nacht, Gentlemen. Bitte benehmen Sie sich. Eine ungemütliche alte Fregatte, nicht wahr? Alt vielleicht, aber nicht taub. Oh, entschuldigen Sie vielmals. Wir sollten uns umsehen. Falls es irgendwo Hinweise darauf gibt, wo Madoc sich aufhält oder was es mit den Zwischenfällen in London auf sich hat, dann hier. Das dürfen wir nicht. Wir besitzen keinen Durchsuchungsbefehl. Außerdem hat Mosen Madoc unseres Wissens kein Verbrechen begangen. Oder sich auch nur einer Tat verdächtig gemacht. Als Angestellter im Dienste der Polizei sind Sie gewissen willkürlich aufgestellten Regeln unterworfen. Ich hingegen lasse mich von einer höheren Instanz leiten, indem ich einzig und allein meinem eigenen Gewissen unterliege. Was Sie denken, Inspektor, ist eine Sache. Ich jedenfalls werde William Dunning nicht einfach sterben lassen, nur weil uns irgendein Stück Papier fehlt. Nun ja, jetzt sind wir schon so weit gekommen, also gut. Mitgefangen, mitgehangen. Leise durchsuchten sie das Erdgeschoss, fanden jedoch nichts, weshalb sie sich schließlich an Madocs üppig mit Fenstern ausgestattetes Labor wagten. Dorthin gelangten sie vom Esszimmer aus über einen getäfelten Flur, der durch einen schmalen Lichtkegel unter der Tür am anderen Ende nur unzureichend beleuchtet war. Nachdem sie diese Tür geöffnet und hinter sich gelassen hatten, standen sie in einem großen Saal. Um Gottes Willen!
Am Ende ist also doch etwas Wahres an Wells Geschichte. In der Mitte des riesigen Arbeitsraums glänzte im Schein einer einzigen schwach flackernden Gaslampe eine Maschine, wie sie die Menschheit bislang noch nicht gesehen hatte. Sie bestand aus einer stattlichen Anzahl polierter Messingteile, geschliffenem Kristallglas, glitzernden Edelsteinen und unendlich kompliziert verzahnten Rädern, wie sie der Prophet Hesekiel gesehen haben könnte. Mr. Holmes, ist es das, was ich denke? Wahrscheinlich ein Transportgerät. Beachten Sie den mittig angebrachten Polstersitz aus Leder und die Anordnung der drei Beine darunter. Das da hingegen scheint eine Art Steuereinheit zu sein, obwohl offensichtlich einige Elemente fehlen. Die drei Beine am unteren Fahrgestell sind mit kurzen Kufen ausgestattet, wohingegen die parallel ausgerichteten Löcher auf Radachsen bzw. eine Bereifung schließen lassen, die Madoc womöglich erwogen hat. Aber eine Zeitmaschine? Woher sie wohl ihre Energie bezieht? Elektrischer Strom oder Dampf kommen nicht in Frage. Ja, dazu fehlt der Kessel. Genauso wie das galvanische Element, das man erwarten würde, wenn... Ich wüsste zu gern, ob... Ob was, Holmes? Ob es nicht eventuell etwas Magnetisches ist. Ich bezweifle doch stark, dass dieses Ding von einem Magnetstein angetrieben wird. Ich dachte nur an Magnetkraft, da die herkömmlichen Antriebsarten nicht zur Bauweise dieses Gerätes passen, wie es hier vor uns steht. Das kann nicht wirklich Madocs Zeitmaschine sein. Sie existiert genauso wenig wie Morlocks und Eloy. Dort, wo man das Unwahrscheinliche in Frage stellt, beginnt Wissen. Glauben Sie, Mosen Madoc hat tatsächlich eine Maschine entwickelt, mit der man in der Zeit vorwärts und zurückreisen kann? Halten Sie dieses Gerät für eben jene Maschine? Holmes ging in die Hocke. Wobei er sich auf einem Knie abstützte, zog eine Lupe aus der Innentasche seines Mantels und untersuchte den unteren Teil des Apparats. Inspektor, wenn ich Ihre Aufmerksamkeit auf die Ablagerungen an den Kufen sowie dem unteren Teil der Beinglieder lenken darf? Kent kniete sich neben den Detektiv, der ihm die Linse übergab. Getrockneter Schlamm? Gras? Mal sehen. Zwei zerdrückte Blüten. Pollen. Oder eine Art Samenkörper. Und noch etwas, ein zerquetschtes Insekt, vielleicht ein Käfer. Nun, allem Anschein nach befand sich dieses Ding bereits außerhalb dieser Räumlichkeiten im Einsatz. Ja, sehen Sie doch, Schleifspuren auf den Steinplatten. Es wurde gezogen, und zwar von dieser Mauer dort. Kent gab Holmes seine Lupe zurück. Bravo, Inspektor. Ich fürchte allerdings, dass Sie zwar vieles sehen, jedoch die falschen Schlüsse daraus ziehen. So mancher Mörder musste hängen, obwohl er leugnete, auch nur in der Nähe des Tatorts gewesen zu sein, während der Schmutz unter seinen Schuhsohlen das Gegenteil bewies. Diese Ablagerungen stammen von zwei unterschiedlichen Orten. Aha. Nur ein Teil entspricht der gegenwärtigen Bodenbeschaffenheit von Richmond. Der andere ähnelt dem bloß. Doch es ist nicht die gleiche Erde. Gemeinsamkeiten wie Unterschiede lassen eine frühere Gesteinsschicht vermuten, wenn auch nicht zwingend. Bei den von Ihnen richtig erkannten Vertretern der Flora handelt es sich hingegen um Gräser und Blumen unbekannter Art sowie Blütenstaub. Ja, ja. Die entsprechenden Pflanzen wachsen nun aber nicht im gegenwärtigen Klima Englands, sondern stammen aus wärmeren, wenn nicht gar tropischen Gefilden. Das beweist noch gar nichts. Madoc könnte diese Spuren bewusst gelegt haben. Zum Beispiel mit geologischen und botanischen Proben aus Schaukästen. Selbst jemand von Ihrem Schlage, Mr. Holmes, würde dann falsche Schlüsse ziehen. Kann sein. Es wäre nicht das erste Mal, dass jemand Indizien fälscht. Doch in diesem Fall stellt sich die Frage nach dem Grund. Damit die Leute glauben, Madoc habe tatsächlich eine Zeitmaschine gebaut. Entweder roch er finanziellen Profit oder er trieb schlicht Schindluder mit seinen Bekannten. Womöglich bestand Madocs Absicht beim Bau dieses Kastens einfach nur darin, etwas zu erzählen zu haben und seine Gäste ein wenig zum Besten halten zu können. Selbst um den Preis, dass er sich dabei schmutzig machte. Ich würde Ihren Einschätzungen mehr Glauben schenken, Inspektor, wäre da nicht jenes zerquetschte Insekt, das Ihnen besonders aufgefallen ist. Es handelt sich allerdings keinesfalls um einen Käfer, sondern einen Trilobiten. Ach. Diese Gliederfüßler sind längst ausgestorben.
Sie lebten in den ruhigen und warmen Gewässern der Urzeit. Aber wenn Sie bitte nachschauen möchten, es ist kein Fossil, sondern... Fossilien sind Humbug. Kein Fossil, sondern der Leib eines Tieres, das vor maximal einem Monat verendet ist. Nur weil gottlose Wissenschaftler glauben... Still! Da kommt jemand. Könnte Murdoch sein. Oder auch nicht. Wir sollten uns verstecken. Haben Sie Ihre Waffe bei sich, Inspektor? Kent nickte und klopfte sich sanft gegen die Brust. In Murdochs Labor herrschte ein solches Durcheinander, dass sich ein ganzes Armeeregiment darin hätte verstecken können. So fanden Holmes und Kent schnell einen Platz, von dem aus sie sowohl die fragwürdige Maschine im Blick behielten, als auch die Tür zum Flur, durch welche sie sich Zugang zum Saal verschafft hatten. Hinter dieser wurden nun forsche Schritte lauter. Der Eingang öffnete sich mit einem Knarren und herein trat der Mann, den sie, es schien eine Ewigkeit her zu sein, im Neptun gesehen hatten und nun als Mosen Murdoch kannten. Er hielt einen Revolver in der Hand und sah sich im Raum um, als wittere er eine Gefahr im Dunkel der Schatten. Da sich ihm eine solche nicht offenbarte, steckte er die Waffe ein und lief zu seiner Maschine. Ohne weitere Anstalten zu machen, nahm er auf dem ledernen Polstersitz Platz und schob eine Reihe von Hebeln nach vorne, die er zuvor im Handumdrehen befestigt hatte. Murdoch! Rief Holmes und gab sich zu erkennen, woraufhin Kent ebenfalls hervorsprang. Doch ehe sie sich's versahen, verschwand die Maschine mitsamt ihrem Führer in einem Luftstrudel. Da brat mir doch einer! Nur wenige Sekunden später, nachdem Murdoch mit seiner Erfindung auf und davon war, trat er erneut in Erscheinung. Der Erfinder rutschte von seinem Ledersitz und wäre hart auf dem Fußboden gelandet, hätte Kent ihn nicht aufgefangen. Tragen Sie ihn ins Wohnzimmer. Der braucht einen Brandy. Den brauche ich auch. Gemeinsam legten sie den erschöpften Verletzten auf das Sofa. Holmes flößte Murdoch einen Brandy ein, derweil Kent sich einen doppelten Whisky genehmigte. Der walisische Erfinder verschluckte sich, als ihm der Alkohol die Kehle hinabrann. Er öffnete die Augen und starrte das Ermittlerpaar verwirrt an. Sie beide waren im Neptun. Holmes, woher weiß er das, wo Sie doch als Seemann verkleidet waren? Die Ohren. Selbst die besten Verkleidungskünstler vernachlässigen ihre Ohren. Außerordentlich spitzfindig. Und vorher in meinem Labor. So lange her. Wie lange? Monate? Dann wissen Sie Bescheid. Über Ihre Höllenmaschine, jawohl. Ich kann es zwar immer noch nicht glauben, aber auch kaum leugnen. Und von den Morlocks wissen wir ebenfalls. Die Morlocks in London kamen von hier, nicht wahr? Es ist wahr. Murdoch versuchte sich aufzurichten. Dann nahm er einen weiteren Brandy von Holmes entgegen. Wer sind Sie? Was tun Sie hier? Ich bin Inspektor Kent von Scotland Yard. Sherlock Holmes. Weitere Erklärungen bedarf es von Ihrer Seite aus. Ich schätze, Sie waren aus dem gleichen Grund im Neptun wie ich. Sie wollten wissen, wo die Geister des East End herkommen und wie es um die Vermissten bestellt ist. Beide Fälle rühren vom gleichen Ursprung her. Der Morlock-Kolonie, die sich in Londons Abwassersystem eingenistet hat. Wir haben nach William Dunning gesucht und wenn Sie mich fragen, tun wir das nach wie vor. Wie sind Sie vom Neptun hierher gekommen? Holmes versuchte sich kurz zu fassen, als er Murdoch von ihrer Anreise aus London und ihrem Besuch bei Wells erzählte. Nun, ich habe ihm die Argonauten der Zeit verziehen. Und falls die Menschheit es überlebt, werde ich ihm auch die Zeitmaschine nachsehen. Was meinen Sie damit? Murdoch wollte die Zukunft der Menschen sehen und fand eine vor, in welcher es keine Menschen mehr geben wird. Sie meinen dieses absurde Märchen von Morlocks und Eloy? Nichts liegt mir ferner als das. Sie haben eine Zukunft gesehen, die der Gegenwart viel näher steht, nicht wahr, Mr. Murdoch? Sie ist weit trostloser als diejenige, welche Sie Ihren Abendgästen schilderten. Leider haben Sie recht, Mr. Holmes. Die Geschichte, die Sie bei Ihrem Dinner erzählt haben, war demnach gelogen? Nicht alles davon, aber der größte Teil. Wie also sieht die Wahrheit aus? Falls Wells seine Kurzschrift nicht verlernt hatte, ehe ich ihm die Geschichte unterbreitete, wobei ich mir sicher bin, dass dies nicht der Fall war, nun, dann wissen Sie jetzt etwas von meinem ersten Abstecher in die Zukunft. Ihr erster Abstecher? Ich schilderte meinen Gästen, wie sich die einfältigen Eloy von den kannibalistischen Morlocks unterjochen lassen. In Wirklichkeit aber prägen die Morlocks die ferne Zukunft nicht in dem Maße, wie ich meine Bekannten glauben ließ. Die Eloy bäumen sich auf, und zwar vehement,
und treiben die Morlocks bisweilen sogar bis in ihre unterirdischen Labyrinthe zurück, wo sie versuchen, ihre großen Maschinen zu zerstören. Die Welt im Jahre des Herrn 802.701 ist von endlosen Kriegen und Blutvergießen gezeichnet. So. Nachdem ich in besagtem Jahrhundert angekommen war, nahmen mich die Eloi gefangen. Mein Aussehen verunsicherte sie und ließ sie glauben, ich sei ein Verbündeter der Morlocks. Hätte mir nicht ein bemerkenswertes Mädchen namens Weena geholfen, befände ich mich noch immer in Gefangenschaft. Sie opferte ihre eigene Freiheit für meine. Auf der Flucht stellte ich fest, dass die Morlocks die Zeitmaschine in eine ihrer geflügelten Sphinxen geschleppt hatten, ein Abbild der schändlichen Gottheit, die sie anbeten. Als ich mein Gerät wiederfand, bemerkte ich, dass die Techniker der Morlocks es inspiziert, ja sogar gesäubert und gewartet hatten. Sie verehrten die Maschine als Ausdruck ihres verworfenen religiösen Brauchtums. Obwohl sie mich im Dunkeln aufspürten und angriffen, konnte ich sie von mir fernhalten, indem ich wie wild um mich schlug und schließlich in die Vergangenheit, unsere heutige Gegenwart, zurückkehren. Wieso haben Sie Ihren Freunden nicht das Gleiche erzählt wie uns? Weshalb sollten diese glauben, die Eloi würden versklavt? Er hat ihnen gar nichts von den Eloi erzählt, sondern von uns. Das stimmt doch, Mr. Murdoch. Der Erfinder seufzte, ließ den Kopf auf die Brust sacken und dort so lange ruhen, dass seine beiden Zuhörer schon glaubten, Murdoch habe das Bewusstsein verloren. Als ich zur Abendgesellschaft stieß, die ich ganz vergessen hatte, war mir klar, dass ich irgendetwas erzählen musste. Ich hatte ihnen bereits mein Modell gezeigt und konnte deswegen niemandem etwas vormachen. Vor allem, nachdem dieser Tölpel Wells den anderen bereits früh einen Floh ins Ohr gesetzt hatte. Mehr konnte ich nicht tun, um mein Gesicht zu wahren. Ich fürchte aber, dass ich bei dem Versuch, ihnen die Zukunft angenehmer erscheinen zu lassen, als sie tatsächlich sein wird, aus Versehen Einzelheiten meiner zweiten Reise preisgab, in deren Zuge ich vergeblich versucht hatte, den Eloi etwas Kultur beizubringen, damit sie das Erbe der Menschen hochhalten und die Morlocks für immer vernichten können. Kent kippte einen weiteren Whisky. Erzählen Sie uns von Ihrer zweiten Reise. Erläutern Sie, wie Sie die Zukunft verändert haben. Ja, das alles ist mein Werk. Oder besser gesagt, meine Untat. Mr. Murdoch. Obwohl die Morlocks die intelligentere Rasse sind und sich viele unserer technischen Errungenschaften bewahrt haben, beschloss ich, mich auf die Seite der Eloi zu schlagen, damit sich das Kräftegleichgewicht zu ihren Gunsten verschiebt. Dazu musste ich ihnen die vergessenen technischen Fähigkeiten wieder beibringen, sie in Dampfkraft und Elektrizität einweisen, damit sie Waffen für den finalen Krieg gegen die Morlocks herstellen können. Ich sah es als eine Art heiligen Kreuzzug an, durch welchen eine bessere Version des Menschen erneut die Vormachtstellung erhalten und die weitere Evolution vorgeben sollte. Blasphemie. Die Reise mit meiner Maschine geht mit einer gewissen Verzögerung einher. Falls Sie die Zeit als Straße entlang einer sich fortwährend verändernden Landschaft betrachten, dann sehen Sie in meiner Maschine bitte nichts weiteres als eine Kutsche. Sonne und Mond beschleunigen ihren Lauf über dem Glasdach meines Labors. Ich bewege mich so schnell durch die Zeit, dass ich die Wachstumszyklen der Pflanzen in meinem Garten beobachten kann und sehe, wie sie sich an den Mauern in die Höhe ranken. Denken Sie daran, Gentlemen, dass ich diese Erfahrung bereits zuvor gemacht hatte und nicht erwartete, eine andere Landschaft vorüberziehen zu sehen als diejenige, welche ich während meiner ersten Reise in die Zukunft wahrgenommen hatte. Deshalb merkte ich auch rasch, dass diesmal irgendetwas nicht stimmte. Ich sah Richmond in Flammen und mein Labor zerstört. Wobei ich ebenfalls verbrannt wäre, hätte ich mich nicht in solcher Geschwindigkeit bewegt. Zu dem Zeitpunkt, als ich meinen einstweiligen Schub abbremsen und die Maschine schließlich zum Stillstand bringen konnte, fand ich mich im Jahre 1954 wieder. Aber Sie haben doch behauptet, die Morlocks lebten in einer noch ferneren Zukunft. Ich konnte mir diese Gegebenheit nicht erklären und fand auch keine weiteren Hinweise in jenem Umfeld. Schlussendlich erreichte ich London, oder besser gesagt, ein Zerrbild der Stadt. Die geflügelten Sphinxen der Morlock thronten über der schwelenden Asche der einst erhabenen Bauten. Im 20. Jahrhundert hatten die Menschen Krieg gegen sie geführt und verloren. Die Zukunft, wie ich sie während meines ersten Abstechers erlebt hatte, existierte nicht mehr und war durch einen Sachverhalt verändert worden, den ich noch nicht gänzlich nachvollziehen konnte. Ich schlug mich zurück nach Richmond durch, wo ich meine Maschine stillgelegt und versteckt hatte. Was geschah dann? Was haben Sie unternommen?
Maddox sackte auf dem Sofa zusammen und starrte zu Boden. Kent packte ihn am Revers. Was haben Sie unternommen? Beruhigen Sie sich, Inspektor. Es hilft uns nicht, wenn wir unseren Emotionen freien Lauf lassen. Wir müssen Vernunft bewahren. Ich weiß nicht, was daraufhin geschehen ist. Das wissen Sie sehr wohl. Sie sind nicht umsonst ins Jahr 1894 zurückgekehrt und haben Untersuchungen in London angestellt. Sie wollten die Morlock-Kolonie ausfindig machen, weil Sie glaubten, Ihr Kampf um die Alleinherrschaft in der Zukunft nähme in der Gegenwart seinen Anfang. Wie aber konnten die Morlocks in der Zeit zurückreisen? Sie sind doch bloß Tiere, clevere weiße Affen, aber keine Menschen, keine Geschöpfe Gottes. Indem Sie Ihre Maschine untersucht und gewartet haben, beteten Sie den Apparat nicht an, wie Sie sich selbst weismachen wollten, Mr. Maddox. Vielmehr lernten Sie dabei, wie er funktionierte und gelangten hinter das Geheimnis seines Antriebs und der Art, wie man damit bestimmte Zeitabschnitte anpeilt. Sie bauten die Maschine nach und reisten, nachdem sie das vollbracht hatten, selbst in die Vergangenheit, wobei sie eine Zeit suchten, in der sie ungehindert walten konnten, um sich gegen einen Feind zu wappnen, der eigentlich viel harmloser als die Eloi war, weil er nichts von ihnen wusste. »Sie törichter Narr!« spie Kent Maddox an, der sein Gesicht in den Handflächen vergrub. »Die Situation ist aber keineswegs hoffnungslos.« »Was meinen Sie damit?« Mr. Maddox war auf seiner Suche nach den Morlocks im Abwassersystem von London nicht erfolgreicher als Sie mit Ihren Schaubildern und Karten. Deswegen kehrte er nach Richmond zurück und wagte einen weiteren Zeitsprung in die Zukunft. Sie verhalten sich hier noch sehr vorsichtig. Aber in 60 Jahren wird das anders sein, wenn Sie erst einmal die Weltherrschaft übernommen haben. Genau. Und Sie konnten herausfinden, wo die Morlocks mit der Unterwerfung der Menschheit beginnen werden. Wo also, Mr. Maddox? Wo halten Sie sich auf? Spitalfields. Spitalfields in Stepney. Südlich und nicht weit vom Markt an der Commercial Road entfernt. In der Frying Pan Alley gibt es einen Zugang zum Kanalsystem. Von dort aus haben sie begonnen, sich auszubreiten. Wir müssen hin und ungeschehen machen, was ich angerichtet habe, damit die Zukunft wieder in geordneten Bahnen verläuft. Richtig. Wir müssen zurück nach London. Und zwar zu dritt. Vorher aber haben Sie hier noch etwas zu erledigen. Ich fürchte, Sie behalten recht, Mr. Holmes. Wenn ich das richtig verstanden habe, will ich den Vorschlaghammer selbst schwingen. Sie fuhren mit einem gemieteten Dampfboot nach London zurück, das ihnen von Reginald Dunning zur Verfügung gestellt worden war, nachdem Holmes diesem vom Bahnhof in Richmond aus ein Eiltelegramm gesandt hat. Einige Nachtzügler sind im Wald zurückgeblieben, doch die meisten halten sich in London auf. Wie viele sind es schätzungsweise? Höchstens 50, aber im Moment wahrscheinlich nicht so viele. Ihre Zahl ist allerdings weniger wichtig als ihr Zustand. Und der wäre? Seien Sie sich im Klaren darüber, dass die Morlocks, obwohl sie vom modernen Menschen abstammen, in vielerlei Hinsicht ganz anders sind als wir. Teufel. Sie organisieren sich in Schwärmen. Ein ideales Zugeständnis an das Gemeinschaftsleben unter der Erde. Jedwede biologische oder physiologische Veränderung erfolgte als Reaktion auf ihre Umwelt. In der Zukunft bilden sie einen Staat um ein Wesen herum, das ich Mutter nenne. Es entspricht einer Art Bienen- oder Ameisenkönigin, was seine Beziehung zu den gewöhnlichen Morlocks betrifft. Ohne Mutter kann keine ihrer Kolonien weiter bestehen. Tötet man sie, siecht der Schwarm dahin. Deshalb waren Sie so sehr darauf bedacht, das Zentrum der Morlock-Plage in London zu finden. Bis 1954 werden sich 3 Kolonien in England und viele weitere auf der ganzen Welt eingenistet haben. Sie alle gehen auf den einen Bau im London des Jahres 1894 zurück. Zerstören wir den, wird keiner der anderen je existieren. So ist es. Nachdem sie die aparte Hammersmith Bridge hinter sich gelassen hatten und sich allmählich dem Stadtzentrum näherten, musste ihr Kapitän langsamer fahren. Holmes hielt Kent zum Aufstehen an, denn seine Skepsis, der Gottglaube und der Whisky ein wenig milder gestimmt hatten.
Mr. Maddock wird mit mir dort vorne aussteigen. Doch Sie sollten bis zum Dock der River Police bei New Scotland Yard weiterfahren. Wir können in dieser Angelegenheit nicht länger auf Hilfe verzichten. Und falls mir dort niemand glaubt? Sorgen Sie dafür, dass man es tut. Und falls man Ihnen die Sache an sich nicht abnimmt, dann doch wenigstens das Ausmaß der Gefahr. Was werden Sie tun? Persönliche Beziehungen ins Spiel bringen. Bedenken Sie, dass wir es nicht nur mit den Morlocks zu tun haben, sondern auch William Dunning und all die anderen armen Seelen dort herausholen müssen, so uns dies möglich ist. Der Kapitän setzte Holmes und Maddock an einem alten Pier ab. Sobald Sie sich der Unterstützung sicher sind, treffen wir uns mit 3 Blendleuchten vor dem Bahnhof Charing Cross. Es sollte nicht länger als eine Stunde dauern, Inspektor, oder wir gehen ohne Sie. Sie werden sich hüten, erwiderte Kent und grinste, als das Boot vom Pier abdrehte und auf der Themse davonstotterte. Holmes und Maddock nahmen ein Taxi von Tillings zum Londoner Büro der Agentur Pinkerton, deren Privatdetektive zu den besten der Welt gehörten und die im Hinblick auf ihre Ressourcen nur gegenüber Scotland Yard zurückstecken mussten. Holmes hatte ihre Hilfe im Laufe der Jahre bei Recherchearbeiten gelegentlich beansprucht, falls seine Erkundungen eine zusätzliche objektive Meinung notwendig gemacht hatten. Als er wieder zu Maddock in die wartende Kutsche stieg, reichte er dem Erfinder einen Revolver nebst Munition. Holmes selbst trug eine ähnliche Waffe sowie eine Reitpeitsche in der Innentasche seines Mantels. Zum Bahnhof Charing Cross. Und bitte sputen Sie sich. Geht klar, Boss. Ja. Werden wir etwas ausrichten können, Mr. Holmes? Das ist unerheblich. Selbst wenn wir mit Bestimmtheit wüssten, dass es ein hoffnungsloses Unterfangen wird und der Untergang der Menschheit feststeht, bliebe uns nichts weiter übrig, als dennoch nach Kräften unser Ziel zu verfolgen. Jede Alternative, auch wenn wir überlebten, käme einem Verrat an der gesamten Menschheit gleich. Davon abgesehen stellt jedoch die Tatsache, dass Sie die Zukunft zum Schlechten hin verändert haben, wenigstens die Möglichkeit in Aussicht, dass wir das Unheil rückgängig machen können. Holmes lehnte sich auf seinem Platz in dem engen Hansom zurück und stützte sein spitzes Kinn mit halboffenen Augen auf den verschränkten Fingern ab. Als die Kutsche aber in eins der zahlreichen Schlaglöcher auf Londons Straßen fuhr, riss ihn die plötzliche Erschütterung aus seinen Überlegungen. Da merkte er, dass der Fahrer gerade die Baker Street entlang fuhr, sich also ganz in der Nähe seines Hauses befand. Eine morgendliche Brise ließ die Vorhänge flattern, und obwohl er sich sicher war, die Gaslampe vor Verlassen des Hauses heruntergedreht zu haben, erkannte er ein schwaches Licht. Dann tauchte eine Gestalt am Fenster auf, zu groß für Mrs. Hudson und zu schlank für Watson. Holmes sah eine Pfeife rötlich glimmen. Während die Kutsche weiter durch die Dunkelheit fuhr, gingen ihm zahlreiche Gedanken durch den Kopf. Kent wartete bereits ungeduldig vor dem Bahnhof. Er stieg hinzu, nachdem der Kutscher die Türklappe geöffnet hatte. Der Wagen war eigentlich nur für 2 Fahrgäste vorgesehen, aber ein dritter fand gerade noch Platz. Es war nicht leicht, aber es ist mir gelungen. Wir werden nicht allein in der Dunkelheit sein. Vielen Dank, Inspektor Kent. Wie viele Männer? Mehrere Dutzend. Sie steigen durch sämtliche mannsgroßen Kanalöffnungen. Alle sind schwer bewaffnet, wobei niemand weiß, wen oder was sie eigentlich jagen. Sie haben nur gehört, es wimmle dort unten von gefährlichen Geschöpfen. Mehr müssen Sie auch nicht erfahren. Was Sie dort vorfinden, wird Ihnen Albträume genug bescheren. Da Pinkerton uns ebenfalls unter die Arme greift, was gerade dann von Nutzen sein wird, wenn es zu Zweikämpfen kommt, weil die Amerikaner in solchen Dingen einfach mehr Erfahrung haben, sollten wir durchaus reelle Chancen gegen jede Bande von Morlocks haben. Vielleicht gelingt es uns auch, Gefangene zu befreien, die Ihnen noch nicht zum Opfer gefallen sind. Hegen Sie überhaupt noch Hoffnung für den jungen Dunning? Leider kaum. Als sie sich ihrem Ziel von Süden her näherten, ließ Holmes den Kutscher anhalten und die 3 Männer konnten sich endlich aus dem engen Hansom schälen. Sie befanden sich nun im Herzen von Stepney Borough. Die Haustüren wirkten so schmal, dass man wohl nur mit einem Seitwärtsschritt eintreten konnte, wenngleich die in der Enge hausenden Bewohner kaum zum Besuch einluden. Nur 3 der Gebäude standen leer. Doch in einem Eingang kauerte eine Frau, die die Männer aus dem Dunkeln heraus beobachtete. Ihr schwelender Blick, der leidvolle Ausdruck ihrer Armut ruhte mürrisch auf ihnen. Sie mochte die 40 überschritten haben, streckte aber einem kümmerlichen Säugling die nackte Brust entgegen. Die Männer spürten ihre Feindseligkeit sowie die Augen weiterer Beobachter, die sich hinter den düsteren Fenstern versteckten. Oh Gott, fällt es Ihnen so schwer, Inspektor, an die Existenz der Morlocks zu glauben, wenn Sie diese Frau sehen und daran denken, unter welch unwürdigen Bedingungen die Menschen dort drin im Schmutz zusammengepfercht leben? Befinden sich die Bewohner des East End nicht auf dem besten Weg,
Morlocks zu werden? Es sind immer noch Menschen, sie Verdammter. Sie mögen am unteren Ende der Gesellschaft rangieren, werden jedoch ungeachtet der Frage, wie sehr Suff und Lotterleben sie abgestumpft haben, immer noch vom göttlichen Funken beseelt. Aber Inspektor, Sie haben schon die gleichen... Gentlemen, Sie dürfen gerne weiter über Biologie oder Theologie diskutieren, aber bitte nicht jetzt. Sollten wir das hier überleben, haben Sie später genügend Zeit dazu. Der Einstieg ist gleich dort drüben. Obwohl er sich sehr nahe am Zentrum ihrer Kolonie befindet, nutzen die Morlocks ihn nicht, um bei Nacht an die Oberfläche zu gelangen. Sie näherten sich einem Abwasserkanal zwischen zwei dicht nebeneinander stehenden Gebäuden, der bis zu einem rostigen Tor verlief. Die mit Pflastersteinen ausgelegte Rinne war feucht und voller Abfall. Der Moder, mit welchem der Grund überzogen war, wurde nicht vollständig ins Rohr nach unten gespült und schimmerte an der Oberfläche manch abgestandener Pfütze. Kent und Murdoch versuchten, den aufziehenden Gestank nicht zu beachten, als sie das Gatter aus der Fassung hoben und zur Seite stellten. Sherlock Holmes schaute hinauf in den grauen Morgenhimmel. Ich wäre lieber im Dunkeln hinabgestiegen, aber wir können nicht noch länger warten und damit das Leben derer gefährden, die vielleicht noch dort unten ausharren. Warum? Morlocks sind nachtaktiv. Ah ja. Mhm. Nach mehreren Jahrhunderten in ihren Höhlen sind ihre Augen sehr lichtempfindlich geworden. Ach, deshalb die Blendleuchten. Sobald der Morgen graut, werden sie in ihre Unterkünfte zurückkehren. Wenn wir vorher dorthin gelangen oder... Hätte ich mich bloß nicht dazu hinreißen lassen, die Zeitmaschine zu zerstören. Ich könnte... Eigentlich, Mr. Murdoch, hätte ich erwartet, dass gerade Sie sich der Gefahr bewusst sind, in die man sich begibt, wenn man, sagen wir, Schindluder mit der Zeit treibt. Murdoch schaute zur Seite und schwieg. Also gut. Himmel, was für ein Gestank. Die drei Männer tauchten in die ewige Nacht von Londons Kanalsystem ein, als die Sonne sich gerade zaghaft über der Großstadt erhob. Sie kamen nicht weit, ohne auf ihre Leuchten zurückgreifen zu müssen. Allerdings ließen sie die Blenden fast gänzlich geschlossen, sodass nur ein hauchdünner Lichtstrahl nach außen drang. In dem Gewölbe stank es erbärmlich nach den Fäkalien von Mensch und Tier. Die Nitrate im Wasser hatten die Mauern geweißt und von der Decke hingen kurze Stalaktiten herab. Im fahlen Licht brachen sich die Spektralfarben des schlammigen Wassers, durch das sie mit ihren Stiefeln warteten. Eine von Naphthalin und anderen Chemikalien, die von der Oberfläche herabsickerten, verseuchte Brühe. Wie kann irgendein Lebewesen es hier aushalten? Zwangsläufige Anpassung. Evolution. Die Kollegen von Scotland Yard sollten just in diesem Augenblick einsteigen. Pinkertons Leute ebenfalls. Wo entlang? Wir müssen das Ablenkungsmoment nutzen, das sich dank unserer Helfer aufgetan hat. Folgen Sie mir! Durch eine aus den Steinen herausgebrochene Öffnung gelangten sie in einen anderen Bereich der Kanäle. Gleichzeitig übertönte nun ein mechanisches Ächzen die Kampfgeräusche. Um sie herum offenbarten sich seltsame Apparaturen, hinter deren Funktionsweise wissenschaftliche Errungenschaften standen, die diesen Männern des 19. Jahrhunderts noch gänzlich unbekannt waren. Nahezu im gleichen Moment fielen sie Geschöpfe mit weißem Fell an, die sie von allen Seiten attackierten und sich sogar von der Decke herabließen. Sogleich schoben die drei Männer die Blenden ihrer Laternen zurück. Die Kreaturen, die sich ihnen nun zeigten, wichen vor der plötzlichen Helligkeit zurück. Sie hielten sich ihre haarigen Arme und weitgespreizten Pranken vor die Gesichter, um sich des Lichtscheins zu erwehren. Ihre Augen waren Untertaschen groß und reflektierten wie die von Katzen oder Lemuren. Ihre Nasenlöcher beschränkten sich auf schmale Schlitze. Und indem sie ihre rot umrandeten Mäuler aufrissen, bleckten sie die gelben Fänge ihrer zerklüfteten Gebisse, woraus sich schließen ließ, dass sie in erster Linie Fleisch fraßen. Selbst Holmes lief es eiskalt den Rücken hinab, als er sich vorstellte, welch entsetzliche Nahrung sich diesen Geschöpfen mitten in London als appetitlich anbot. Die Männer begannen ohne Zögern zu feuern, brannten den Morlocks eine Salve nach der anderen auf die Pelze. Die bestialischen Abkömmlinge des Menschen gingen wehrlos zu Boden und machten so den Weg ins Herz ihres Untergrundreichs frei. Für die Morlocks war der Vorstoß des Trios ein Rückschlag, jedoch keine Niederlage. Ihr nächster Angriff gestaltete sich daher noch heftiger. Ken stürzte, als ein Morlock ihn anrempelte. Doch ehe das Monster ihm die Kehle aufreißen konnte, fiel es mit einer Kugel aus Murdochs Revolver im Kopf zu Boden. Kens Laterne wurde gegen eine der Maschinen geschleudert und zerbrach, woraufhin sich das flammende Petroleum über eine Gruppe Angreifer ergoss. Eine klauenbewehrte Pranke schlug auch Holmes die Laterne aus der Hand, doch sie erlosch bloß. Allein Murdoch besaß nun noch Licht.
Das bedeutete, dass sie ihre Gegner nur aus jeweils einer Richtung angreifen sah. Das sieht nicht gut aus, Holmes. Ich kann Ihrer Feststellung nicht widersprechen. Verängstigtes Stöhnen, Klagerufe und Schmerzensschreie wurden aus der Dunkelheit vernehmbar, in die sie sich vorkämpften. Gefangen? Wir sind zu spät, um ihnen zu helfen, geschweige denn uns selbst. Als er einen weiteren Schuss abgeben wollte, traf das Schlagstück seines Revolvers klickend auf eine leere Kammer. Horchen Sie. Nun verstanden auch Murdoch und Kent, was Holmes dank seines feinen Gehörs bereits wenige Augenblicke zuvor bemerkt hatte. Das Blatt wendete sich. Dutzende Lichtquellen tauchten auf einmal in dem Gewölbe voller Maschinen auf, woraufhin laute Gewehrschüsse erschollen, zwischen denen man die Stimmen fest entschlossener Männer fand. Feuer! Kommen Sie! Unter dem Angriff der Einheiten von Scotland Yard und Pinkerton konnten die Morlocks ihre Verteidigung nicht länger halten. Die restlichen Kreaturen der Welle, auf die sie in den äußeren Tunneln gestoßen waren, wurden nun von den Männern unter der Führung von Lestrade und Gregson vor sich hergetrieben. Während Lestrade mit einigen Polizisten weitere Zellen aufbrach, machten Gregson und die Männer von Pinkerton gemeinsam die letzten Morlocks unschädlich. Die Mutter ist entweder nicht hier oder befindet sich unter den Kadavern. William Dunning befand sich unter den Überlebenden. Holmes erkannte ihn, weil er Sir Reginald glich. Der junge Mann war beträchtlich abgemagert, sehr schwach und hatte einen glasigen Blick. Er würde wohl lange brauchen, um seine Gefangenschaft und die schreckliche Erinnerung an die Menschenfresser zu verarbeiten. Holmes und Kent ließen die anderen hinter sich. Sie folgten Murdoch durch eine schmale Öffnung und quetschten sich durch einen engen Tunnel mit glatten Wänden, an dessen Ende sie in ein weiteres künstliches Gewölbe traten. Großer Gott im Himmel! Meine Güte! Das Geschöpf in der Maschine war nackt bis auf eine Art Waffen- oder Werkzeuggürtel und spottete in seinem aufgedunsenen Zustand jedweder Beschreibung dessen, was eine Mutter ausmachte. Seine Brüste hingen herab wie die Zitzen einer Sau und mit seinem muskulösen Wuchs machte es jedem Hafenarbeiter ernsthafte Konkurrenz. Es starrte die drei Männer hasserfüllt an wie ein Weibchen, das gerade mit angesehen hatte, wie seine Brut abgeschlachtet worden war, wirkte aber ebenso listig wie eine Wölfin auf der Suche nach einer neuen Höhle. Ein Luftwirbel entstand in der Kammer. Das Monster verschwand mit seiner Maschine. Das Mutterwesen ist entkommen. Es reist durch die Zeit. Wir müssen uns beeilen. Sie bauten meine Maschine nach, als ich sie in der Zukunft vorübergehend verlor. Genau wie Sie es vermutet haben, Mr. Holmes. Drei weitere Maschinen standen in dem Gewölbe. Ihre Ähnlichkeit zu dem Gerät, das Sie in Richmond gesehen hatten, schien offenkundig. Doch sie waren definitiv weniger ausgeklügelt. Während Murdoch die erste Maschine, die ob ihrer schwungvollen Formgebung und allerlei Verzierungen eines Aubrey Beardsley oder William Morris würdig gewesen wäre, mit einiger Kunstfertigkeit entworfen hatte, handelte es sich bei diesen dreien um schnöde Geräte zum bloßen Gebrauch. Ihre Erbauer gehörten eindeutig zu einer Rasse, deren Kreativität längst vor der Gnadenlosigkeit des nackten Selbsterhaltungstriebes verkümmert war. Gut, dass wir dieses Ekel los sind. Belassen wir es dabei. Das können wir nicht. Er hat recht. Solange die Kreatur im Besitz einer Zeitmaschine ist, kann sie aufs Neue versuchen, ihre teuflischen Pläne umzusetzen. Womöglich in einer Zeit, in welcher die Menschen sich noch viel weniger zur Wehr setzen können als in der unseren. Und was sollen wir Ihrer Meinung nach dagegen tun? Kent schien zunächst ratlos. Nachdem er jedoch die von den Morlocks gebauten Maschinen eine Weile betrachtet hatte, riss er die Augen auf. Oh nein, das ist Wahnsinn. Uns bleibt keine Wahl, Inspektor. Falls Sie uns nicht begleiten möchten, sei es so. Doch dann müssen Sie die dritte Maschine stilllegen. Zeigen Sie mir einfach, wie dieses Höllengerät funktioniert. Sie sieht nicht so gefällig aus und ist primitiver als das Original konstruiert. Die Mechaniker der Morlocks standen vor einem Problem, da einige Hebel fehlten und das Steuerfeld sich nicht ihrer Sprache bediente. Dass Sie es bis hierher gebracht haben, stellt bereits eine beachtliche Leistung dar. Nur eine der vier Maschinen hat je einen Morlock in die Vergangenheit befördert. Die Mutter traf in Richmond ein, zog ihre Brut im Old Deer Park auf und machte sich auf den Weg nach London. Diese drei Apparate wurden nach ihrer Ankunft in der Stadt gebaut und stellen im Vergleich zum schlichten ersten Nachbau eine Verbesserung dar. Die Morlocks etablierten erst hier unten dauerhaft ihre Kolonie und sammelten ihre Kräfte, indem sie sich langsam vermehrten. Ihre Versorgung stellten sie sicher, indem sie in verschiedenen Stadtteilen auf die Jagd gingen, wobei sie es besonders auf Obdachlose und Bedürftige abgesehen hatten.
So zogen sie keine allzu große Aufmerksamkeit auf ihr Vorhaben. Das aber nur teilweise von Erfolg gekrönt war. Denken Sie an die Geister des East End und die vermissten Anzeigen. Es reichte aber aus. Wäre der arme William Dunning nicht verschwunden, hätte der Fall nie Ihre Aufmerksamkeit erregt. Und Sie, Mr. Holmes? Wie kam es, dass Sie genau zur rechten Zeit nach London zurückkehrten, um sich der Angelegenheit anzunehmen? Außerdem hat Lestrade mir erzählt, was in der Baker Street geschehen war und wie man Oberst Sebastian Moran auf frischer Tat bei seinem Versuch, Sie umzubringen, ertappt hatte. Obwohl er hätte wissen müssen, dass Sie nicht zugegen waren. Wie kann das alles sein, Mr. Holmes? Letzteres verdankte ich Colonel Morans Beobachter, der in puncto Gewissenhaftigkeit offenbar einiges zu wünschen übrig ließ. Und die andere Sache? Ich erhielt während meines Aufenthalts in Frankreich einen Brief. Er war an denjenigen adressiert, für den ich mich zu jener Zeit ausgab. Man bat mich darum, zurückzukehren und den Verschwundenen nachzuspüren. Von wem stammte der Brief? Darüber bin ich mir selbst noch nicht so recht im Klaren. Und haltlose Spekulationen möchte ich auch nicht anstellen. Die Maschinen sind einsatzbereit. Die Männer taten sich schwer mit den Gerätschaften, da diese für Wesen mit weit üppigeren Proportionen gebaut worden waren. Die Bedienung gestaltete sich hingegen vergleichbar einfach. Madoc benötigte keine langen Erklärungen. Holmes und Kent waren schnell damit vertraut und konnten die Steuereinheit, falls es notwendig wurde, auch vorübergehend ausbauen, obwohl die Morlocks für ihre Zwecke einiges verändert hatten. Sie mussten eigentlich bloß noch die Frage nach der Energiequelle, die ich verwendet hatte, beantworten. Tatsächlich hätten Sie auch hier nur Ihre Fähigkeiten zur Nachahmung anwenden müssen. Lassen Sie uns zur Sache kommen. Wir haben keine Zeit dafür, dass Sie den Schulmeister mimen und uns über Ihr verdammtes Höllengerät aufklären wollen. Die Zeit für uns wird wahrlich knapp. Madoc nickte. Sobald wir unsere Reise antreten, sollten wir uns nicht aus den Augen verlieren und einander folgen. Auf keinen Fall dürfen wir voneinander getrennt werden. Wie erfahren wir, in welche Zeit die Kreatur geflohen ist? Sie wird Spuren hinterlassen. So ähnlich wie das Kielwasser eines Schiffs auf hoher See. Das Wesen ist in die Zukunft zurückgekehrt. Woher wissen Sie das? Es scheint nur zu logisch, da es momentan sonst nirgendwo Unterschlupf findet. Hier wurde es jeglicher Grundlage beraubt, sein Anliegen weiterhin in die Tat umzusetzen. Und der Umstand, dass diese Zeitmaschinen im Jahre 1894 zurückgeblieben sind, deutet auf das noch auszuführende Vorhaben hin, sich gleichfalls in anderen Phasen der Weltgeschichte einzunisten. Seine einzige Hoffnung besteht darin, weitere Siedler und handwerklich beflissene Morlocks um sich zu scharen, und die gibt es nur in seiner ursprünglich angestammten Zeit, da das Jahr 1954, wie Sie es erlebt haben, im Augenblick anders verlaufen wird. Auf Madocs Zeichen hin schalteten sie die Maschinen ein. Mr. Holmes! Mr. Holmes! Der Detektiv schaute zum Eingang des Gewölbes und sah Inspektor Lestrade, der mit offenem Mund und fassungslosem Blick dastand. Das kann doch nicht sein! Sherlock Holmes war in seinem Leben nicht wenigen eigenartigen Gefühlsregungen ausgesetzt gewesen. Angefangen bei der Euphorie, die ihm seine einst so geschätzte 7% Kokainlösung verschafft hatte, bis hin zur allumfassenden Zufriedenheit, die ihm beim Meditieren im geheimnisumwobenen Tibet widerfahren war. Doch nichts von alledem ließ sich mit dem vergleichen, was er beim Zeitreisen verspürte. Er glaubte sich mit rasender Geschwindigkeit zu bewegen, gegen die selbst der schnellste Sonderzug aus Paddington sich behäbig ausmachte. Zu gleicher Zeit aber entsprach dieser Eindruck keiner Art der Fortbewegung im Raum, die ihm geläufig war. Obwohl er keine Geräusche vernahm, konnte von Stille paradoxerweise ebenfalls keine Rede sein. Ihm wurde bewusst, dass die Reise durch die Zeit für sich selbst genommen ein einziges Paradoxon war. Seit Beginn dieses Falls und eigentlich bereits, als er jenen anonymen Brief erhalten hatte, dessen Handschrift ihm bekannt vorgekommen war, hatte sein logisch geprägter Geist mit der Antinomie zwischen Ursache und Wirkung gehadert. Andererseits musste er sich fragen, ob sich nicht bereits die Widersprüchlichkeit der bloßen Existenz in dieser Welt jedweder Logik entzog. Nach Lestrades Verschwinden, Holmes wusste, dass er selbst es eigentlich war, der sich vor den Augen seines Bekannten in Luft aufgelöst hatte,
veränderte sich das Gewölbe um sie herum, da die Gesteinserosion sich im Zuge der Bewegung durch die Zeit beschleunigte. Innerhalb weniger im Nu verflogenen Jahrzehnte bestand die Kammer überhaupt nicht mehr, da sie ein Opfer der Entwicklung Londons geworden war. Gebäude wurden in ihrem Umfeld mit einer Geschwindigkeit errichtet und abgerissen, als betrachte man sie auf einer zu schnell ablaufenden kinematografischen Projektion. Ziegel und Mörtel, aber auch neue Baumaterialien wie Stahl und Glas kamen dabei zur Verwendung. Der Albtraum, den Madoc auf seiner zweiten Zukunftsreise durchlitten hatte, als die Morlocks die Welt beherrschten, offenbarte sich ihnen diesmal nicht zur Gänze. In gewisser Weise existierte er jedoch weiterhin. Phantomgleich schwebte er über allem, indem er die Unterwerfung nicht als unabwendbar ankündigte, sondern nur als Möglichkeit in Aussicht stellte. Der weitere Bestand dieser Vision offenbarte Holmes, dass die Gefahr der Morlocks noch nicht überwunden war. Die Menschheit befand sich also weiterhin auf dem Weg in den Abgrund. Zur gleichen Zeit, da eine technologische Hochkultur London prägte, lag die Stadt in Ruinen. Während die Menschen weiterhin ihrem Tagwerk nachgingen, streiften geisterhafte Schwärme von Morlocks durch die Straßen. Analog zu den Bürowolkenkratzern, die sich auf dem geschichtsträchtigen Fundament der Stadt erhoben, ragten gespenstische Sphinxen mit alabasternen Schwingen über ihr empor. Und wie der Mensch den Luftraum mit Fluggeräten eroberte, stampfte ihn die Macht der Morlocks in Grund und Boden. Mit dem Jahre 802.701 trat auch die gemeinsame Zukunft der Morlocks mit den Eloi zutage, wie Madoc sie auf seiner ersten Reise erlebt hatte. Plötzlich driftete seine Maschine von den anderen beiden ab, sowohl räumlich als auch zeitlich. Halten Sie die Mutter! Rief der Erfinder. Dann war er verschwunden. Was in drei Teufelsnamen, Holmes? Er möchte nach Richmond, beziehungsweise dorthin, wo Richmond einmal war. Aber was hat er vor? Er will die geflügelte Sphinx angreifen, die Zeitmaschine zerstören und so verhindern, dass die Morlocks sie nachbauen. Aber wenn er sich selbst den Weg verbaut? Exakt. Sobald es ihm gelingt, die Maschine in der Zukunft zu zerstören, sodass er selbst nicht mehr ins Jahr 1894 zurückkehren kann, wird alles rückgängig gemacht, was wir getan haben. Und es entsteht ein gewaltiges Paradoxon, welches das Potenzial besitzt, unsere Existenz völlig auszulöschen. Dann müssen wir ihn aufhalten, Holmes. Wir müssen auf Kurs bleiben, Inspektor. Aber was geschieht mit Mr. Madoc? Sein Vorhaben wird misslingen. Was macht Sie da so sicher? Er hat es uns doch selbst erzählt. Mosen Madoc folgte dem Verlauf der Themse, beziehungsweise dem, was von ihr nach Jahrtausenden noch übrig war. Natürlich hatte sich die Landschaft im Vergleich zum 19. Jahrhundert stark verändert, aber der Zeitreisende fand sein Ziel trotzdem. Er landete im Schutze des Dickichts. Seine erste Maschine war bereits durch den Eingang am Sockel der Sphinx transportiert worden. Madoc glaubte nicht daran, einen ausreichend präzisen Zeitpunkt in der Vergangenheit ansteuern zu können, um von vornherein zu verhindern, dass man ihm den Apparat stehlen würde, weil die Zeitmaschine der Morlocks viel zu ungenau kalibriert worden war. Er würde sie zerstören, denn wenn er Erfolg hatte, benötigte er sie ohnehin nicht mehr. Und falls er scheiterte, nun, dann war es auch unerheblich. Alles war dann unerheblich, weil der Kreislauf aufs Neue begann. Kreisläufe innerhalb weitreichender Kreisläufe, Räder, die miteinander verzahnt waren, Antinomien. Er war sich der Widersprüchlichkeiten bewusst, die seinem Plan innewohnten. Allein das Ziel stand ihm alles andere als nur vage vor Augen. Er würde die Morlocks aufhalten. Er erinnerte sich an seine erste Reise. Wann war sie erfolgt? Vor Wochen, Monaten oder Jahren? Er wusste es nicht mehr, fand sich aber noch in den labyrinthischen Höhlen der Morlocks zurecht, so dass er unbemerkt durch ihren mechanistischen Fuchsbau ins Innere der Sphinx schlüpfen konnte. Dort stand die Zeitmaschine in der Mitte eines Saales. Licht durchflutete den Saal, als er dorthin zurückkehrte. Er musste seine Augen zuerst daran gewöhnen. Langsam zeichnete sich eine Silhouette inmitten der Helligkeit ab. Aber das... Die Gestalt, die er nun mit einiger Bestürzung betrachtete, war er selbst. Alte Erinnerungen keimten wieder auf. Von seiner Ankunft an der geflügelten Sphinx, nachdem er vor den Eloi geflohen war und wie er daraufhin das Bronzetor geöffnet hatte. Er fühlte erneut die Hoffnung, die sich damals eingestellt hatte, als er auf die verloren geglaubte Maschine gestoßen war. Dann fiel ihm auch wieder ein, dass es eine Falle gewesen war. Madoc rief nach seinem jüngeren Ich, doch das Getöse, mit dem sich das Bronzetor schloss, übertönte seine Warnung. Morlocks strömten in die Dunkelheit und trachteten danach, ihn zu ergreifen.
Sie stürzten sich auf den Zeitreisenden, der gerade die Hebel, die er zuvor entfernt hatte, in die Steuereinheit stecken wollte. Maddock kämpfte sich bis zur Maschine durch. Es war noch nicht zu spät, sich selbst vorzuwarnen. Vielleicht konnte er sogar gemeinsam mit seinem alter Ego entkommen. Waren sie dann erst einmal in Sicherheit, konnten sie von einem früheren Zeitpunkt aus einen richtigen Angriff planen und die Funktionsweise der Maschine verbessern, um genau in dem Augenblick erneut in der Zukunft aufzutauchen, in welchem die Katastrophe ihren Lauf genommen hatte. Er näherte sich dem hektischen Zeitreisenden und schickte sich an, den Apparat zu besteuern. Ein Morlock hielt ihn zurück. Maddock trat nach ihm und wäre auch freigekommen, hätte sein anderes Ich nicht in diesem Augenblick eine Metallstange geschwungen, ohne richtig zu sehen, was er tat. Maddock wurde am Kopf getroffen, prallte gegen eine Wand und stand in seiner Benommenheit kurz davor, das Bewusstsein zu verlieren. Er behielt die Zeitmaschine unter Schmerzen und wie durch einen roten Schleier hindurch im Auge, ehe sie mit ihrem Insassen nach einem kurzen Aufleuchten in die Vergangenheit entschwand. Gierig stürzte sich die Horde der Morlocks auf den hilflos Zurückgelassenen. Mr. Maddock erzählte es uns im Zuge seiner Beschreibungen des Kampfes am Fuße der geflügelten Sphinx, nicht wahr? Ja, er verteidigte sich gegen alles und jeden, was immer auch in seine Nähe kam. Er wird scheitern, weil er bereits versagt hat. Letztlich bringt sich der arme Kerl sogar selbst um, beziehungsweise hilft den Morlocks dabei. Das steht zu befürchten. Paradoxon oder Ironie, Mr. Holmes? Ganz allmählich offenbart sich mir eine gewisse Logik hinter dem Zeitreisen. Dann haben Sie mir immerhin etwas voraus, Mr. Holmes. Aber wirklich nur ganz allmählich. Was können wir gegen die Morlocks aus der Zukunft unternehmen? Jede Wette, dass Sie mittlerweile genug über Maddocks Maschine wissen, um selbst eine zu bauen, mit der Sie zurück in unsere Zeit gelangen. Das müssen wir Ihnen auch gestatten. Das meinen Sie doch nicht ernst. Sogar sehr ernst, Inspektor. So verhindern wir ein Zeitparadoxon, mit dem all unsere Bemühungen dahin wären. So ist es. Ich würde das Risiko in Kauf nehmen. Alle möglichen Antinomien heraufbeschwören und selbst mein eigenes Leben aufs Spiel setzen, um zu verhindern, dass die Morlocks die Macht übernehmen. Ich mag Ihr hehres Anliegen gar nicht bestreiten. Weiß aber auch, dass wir nicht nachträglich Hand an Dinge legen dürfen, die sich bereits ereignet haben. Also gut, Holmes. Was müssen wir nun tun? An zweiter Stelle gilt es, die Kreatur zu töten oder zurück in ihre Zeit zu treiben. Auf gar keinen Fall darf sie in unserer Zeit in Kontakt mit ihrer eigenen Rasse treten. Das würde die Situation noch brenzliger machen, nicht wahr? Richtig. An zweiter Stelle, sagten Sie. Was steht demzufolge zuerst an? Nachdem die Morlocks ihre Invasion in unserer Zeit in die Wege geleitet haben, müssen wir ihnen alle Möglichkeiten nehmen, weitere Zeitmaschinen zu bauen. Ferner haben wir uns darum zu bemühen, ihr unterirdisches Reich zu vernichten. Wenn wir diese Mutter vertreiben, können wir nicht gleichzeitig nachstellen und zurückbleiben, um die Sache zu einem guten Ende zu führen. Die Gesetze des Zeitreisens unterscheiden sich von den gängigen Prinzipien unseres Alltags, aber sie beruhen trotzdem auf einer gewissen Logik. Holmes zeigte Kent zwei Gestalten, die sich eilig auf die Mutter zubewegten. Ach du liebe Zeit, Holmes! Sind das... Exakt. Das sind wir. Aber wie? Wir müssen nun in die Zukunft reisen, um das Reich der Morlocks auszuheben. Und was wird aus der Mutter? Sie muss warten, bis wir zu diesen beiden da werden. Folgen Sie mir jetzt. Die beiden Männer traten den Sprung nach vorne an, während sie das Geschehen um die geflügelte Sphinx weiter beobachteten. Das Muttergeschöpf sowie ihre beiden Doppelgänger verschwanden aber so rasch, dass sie nicht länger verfolgen konnten, was passierte. Die Morlocks bauten ihre Maschine nach und brachten sie vor die Sphinx, derweil der löchrige Mond wie zum bevorstehenden Weltuntergang riesig am Nachthimmel glomm. Wieder einmal leuchtete die Maschine und löste sich in Luft auf, als sie ins England des Jahres 1894 zurückreiste. In diesem Augenblick schritten Holmes und Kent zur Tat. Sie schlugen sich tief ins Tunnelsystem der Morlocks hinein, passierten über Meilen hinweg aneinandergereihte Maschinen und vergossen hunderte Gallonen der flüchtigen Chemikalien, derer sich diese Wesen bei diversen Herstellungsverfahren bedienten. Daraufhin zündeten sie die Flüssigkeit an und flohen zurück in die Vergangenheit, bevor die reinigenden Flammen den Komplex ausräucherten und dabei Schuldige wie Unschuldige, Wissende und Unwissende verbrannten, die zu Opfern der Umstände wurden. Die beiden Männer erreichten die Vergangenheit gerade rechtzeitig, um der Ankunft der Mutter an der Sphinx beizuwohnen. Wenn wir hier die Gelegenheit bekommen, sie zu töten, sollten wir diese nutzen. Falls nicht, müssen wir sie weiter durch die Zeit jagen. Dann sollten wir nun das zu Ende führen, was wir begonnen haben.
Ich glaube, Sie verstehen tatsächlich allmählich, welche Art von Logik wir in unserer Situation unterliegen, Inspektor. Kent lachte, als er seinen Revolver zog. Albträume entbehren der Logik, Mr. Holmes. Man kann darin nichts weiter tun, als zu handeln. Holmes zielte mit seiner Waffe, wie auch Kent es tat. Als dann, sagte der Inspektor und richtete seinen Blick ruckartig auf die beiden bekannten Gestalten in einiger Entfernung. Prompt leuchteten diese auf und verschwanden. Das alles kommt mir vor wie ein einziges Déjà-vu. Die beiden drückten nahezu gleichzeitig ab, trafen das Geschöpf jedoch nicht, weil es zu weit entfernt war und sich bewegte. Stattdessen trieben sie ihre Kugeln in die Zeitmaschine, sodass der Kreatur die Funken entgegenschlugen. Dem Gerät geschah dabei nichts. Es funktionierte auch weiterhin, was sich zeigte, als das Monster einstieg und sich davonmachte. Da es nun keine Zukunft mehr hat, bleibt ihm nur noch der Weg zurück. Nachdem sie ihre eigenen Maschinen in Gang gesetzt hatten, reisten sie hinterher, um die Verfolgung ihrer flüchtigen und desorientierten Widersacherin durch die ewigen Korridore der Zeit aufzunehmen. Während sie der auffälligen Spur der Morlock-Mutter über den Ozean der Zeit folgten, brachten Holmes und Kent ihre Maschinen an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Sie verloren sie nicht aus den Augen, da innerhalb des Zeitstroms ein räumlicher Eindruck erhalten blieb. Die Kreatur konnte mit den beiden Verfolgern im Rücken weder dauerhaft in eine frühere Ära der Geschichte fliehen, noch auch nur einen Augenblick auf ihrer verzweifelten Flucht rasten. Jahrhundert um Jahrhundert zog an den beiden Männern vorüber, die grobe Steinzeit und weit dunklere Phasen der Vergangenheit, in welchen die heilige grüne Insel noch völlig unbescholten von der Präsenz des Menschen gewesen war. Sie tauchten nun in eine Zeit ein, die bar jeden Lebens war. Nicht einmal Insekten oder Moose existierten hier und es ging noch weiter. Irgendwann landete die Mutter in einer grauen, toten Welt und suchte Zuflucht zwischen zerklüfteten Felsen, welche aus einem stillen Meer ragten, auf dem gerade Ebbe herrschte. Holmes und Kent hielten inne. Sie sahen sich die Umgebung des Verstecks genauer an. In jener Vorzeit ertönte kein Laut, sodass die Stille wiederum ohrenbetäubend wirkte, zumal ihre eigenen Stimmen beim Sprechen außerordentlich fremd und harsch klangen. Hier hat die Mutter also Halt gemacht. Weshalb? Sie weiß, dass sie uns auf der Flucht durch die Zeit nicht abschütteln kann. Ihre einzige Hoffnung besteht darin, uns hier zu beseitigen und dann zurück in die Zukunft zu reisen. Sie will uns umbringen? Genau. Wir haben den Vorteil, bewaffnet zu sein. Hoffentlich können wir ihn auch nutzen. Das Wesen ist überaus listig und zudem verzweifelt. Deshalb sollten wir die Kreatur nicht unterschätzen. Gott steht uns zur Seite. Ich werde mich von rechts heranpirschen, während Sie sich den Felsen vom Ufer aus nähern. Seien Sie extrem vorsichtig. Es ist nur ein Tier, Holmes. Etwas Ähnliches, da bin ich mir sicher, hat so mancher Jäger auch schon behauptet, um dann selbst zum Gejagten zu werden. Lassen wir das. Ihre Warnung ist angekommen. Die beiden Männer machten sich auf den Weg zu den Felsen, wo der getriebene Morlock Unterschlupf gefunden hatte. Kent war privat bereits zur Jagd mit der Flinte durch Wald und Flur gewandert, wobei sich seine Beute allerdings stets nur auf harmlose Wildhühner oder Waldschnepfen beschränkt hatte. Dennoch war ihm die Furcht davor, etwas zu jagen, das sich wehren konnte, nicht gänzlich unbekannt, weil sein Beruf dies notwendigerweise mit sich brachte. Was sonst ging einem Polizisten durch den Kopf, der den Raubtieren der Gesellschaft im nächtlichen London nachstellte? Während all der Jahre hatte er stets die Oberhand über die Verbrecher der Stadt behalten. Doch früher oder später, das wusste er, würde das Glück ihn auf die eine oder andere Art verlassen. Als er hinüber zu Holmes schaute, fiel es ihm wie Schuppen von den Augen, dass sie beide sich eigentlich gar nicht so stark voneinander unterschieden. Sie vertraten die gleichen Ziele, gingen aber jeder auf seine eigene Weise vor, um diese zu erreichen, hatten das Herz am rechten Fleck und gehorchten bloß unterschiedlichen Autoritäten. Beschützer Londons waren sie. Und nun, da seltsame Umstände sie zusammengebracht hatten, auch Bewahrer der Menschheit. Da ist der Morlock!
Das Wesen kroch langsam wie eine fahle Giftspinne die Felsen entlang. Ehe einer der beiden Männer einen Schuss abfeuern konnte, war es wieder verschwunden. Er versucht zu entwischen. Es bewegt sich zu bemessen, als dass es auf irgendeine Art den Eindruck erwecken würde, kopflos zu handeln. Weshalb hat es bloß die Maschine verlassen? Die können wir zerstören, falls wir sie finden. Ohne Fluchtmöglichkeit werden wir die Kreatur stellen und brauchen uns nicht einmal dabei zu beeilen. Wir können sogar Verstärkung aus der Zukunft heranziehen. Kent bewegte sich weiter voran. Obacht! Halt! Was der Detektiv bemerkt hatte, fiel Inspektor Charles Kent einige Sekunden zu spät auf. Die Mutter hatte sich weder in die Ferne geschlagen, noch zu weit von ihrer Maschine fortbewegt. Etwas silberig Glänzendes schoss durch den leeren Raum der Vorzeitwelt und traf Kent. Er hielt inne, strauchelte rückwärts und ging in die Knie, ehe er zur Seite hin zusammensackte. Tief in seiner Brust steckte ein reich verziertes und seltsam geschwungenes Messer. Holmes eilte sofort zu seinem Gefährten, für den indes jede Hilfe zu spät kam. Oh, was war ich doch für ein Narr. Kümmern Sie sich nicht weiter um mich. Schnappen Sie dieses Ding. Wenn ich Sie zurückschaffen kann, in die... Wenn Sie den Morlock getötet haben, zerstören Sie seine Maschine und meine. Lassen Sie mich am Anfang. Bei Gott, ich wünsche Ihnen. Inspektor Kent hauchte seinen letzten Atemzug aus. Holmes vernahm ein hochtönendes Heulen. Da wusste er, dass es ihm nicht gelungen war, den Morlock frühzeitig aufzuhalten. Das Geschöpf hatte die Zeit nach seinem Angriff auf Kent genutzt und war zu seiner Maschine zurückgekehrt, um erneut die Reise in die Zukunft anzutreten. Holmes machte den Apparat unschädlich, der den Scotland Yard-Mann an den Beginn der Zeit getragen hatte, hinein in die Welt, an die er so fest geglaubt und die er aus dem ersten Buch des Alten Testaments gekannt hatte. Der Detektiv musste die Verfolgung aufnehmen, daran bestand kein Zweifel, doch für gewisse wichtige Dinge musste noch etwas Zeit bleiben. Der Mann verdiente eine anständige Bestattung auf einem idyllischen Friedhof und eine herzliche Grabrede aus dem Munde von jemandem, der genauso innig an Gott glaubte, wie Kent selbst es getan hatte. Der Inspektor hatte jedoch auch darum gebeten, hier an diesem leblosen Gestade zurückgelassen zu werden. So gewährte Holmes ihm seinen letzten Wunsch. Ehe sich Holmes auf den Weg zurück zur Zeitmaschine machte, drehte er sich noch einmal um. Kents Leib würde schlussendlich den Gezeiten anheimfallen, sobald die Flut erneut über die felsige Küste spülte. Wahrscheinlich zog sie ihn hinab in die ewige Tiefe. Dort unten im Dunkel der Wasser würde der Verfall seinen Lauf nehmen und neues Leben aus toter Materie entstehen. Der einstige Gegner der Evolution, dachte Holmes, als er zurückging, sollte am Ende als Grundlage des Lebens auf der Erde dienen. Nachdem er sich auf den Sitz geschwungen hatte, brachte er die rätselhafte Maschinerie in Gang und nahm die Verfolgung des Morlocks auf. Zeitweise bewegten sie sich so schnell, dass er nur wenig von dem wahrnahm, was am Rande des Zeitstroms geschah. Berge erhoben sich und wurden wieder eingeebnet, als sei der Planet lebendig und atme. Ozeane flossen dahin wie Ströme und die Himmelskörper wirbelten auf ihren Bahnen umher, sodass sich Planeten wie Sterne zu einem undurchdringlichen, gleißenden, hellen Himmelszelt zu vereinen schienen. Das Leben streifte über die Erde wie ein gestaltloser, dunkler Wind. Zivilisationen wurden geboren und gingen binnen Sekunden unter. Das Firmament verdüsterte sich. Alles um ihn herum wirkte auf Holmes wie von Ruß geschwärzt. Urplötzlich kippte die Zeitmaschine vornüber und Holmes wurde in einen ungestümen, kalten Mahlstrom der Dunkelheit gezogen. Benommen kroch er zunächst auf allen Vieren, raffte sich schließlich auf und bereitete sich darauf vor, jeden Augenblick von der Kreatur angefallen zu werden, die er vernichten musste, wenn die Menschheit überleben sollte. Zunächst sah er nichts als Schemen inmitten endloser Nacht. Abgesehen von einigen nebligen Punkten, bei denen es sich um Weltraumwolken oder ihn aus der Leere anstarrende Augen handeln mochte, herrschte vollkommene Schwärze. Keine Spur von Sternen oder den Überresten des Mondes, den er noch dabei beobachtet hatte, wie er zum Ring um die Erde geworden war. Die Sonne erkannte er einzig in einem undeutlichen und matten Glühen in der eindringlichen Dunkelheit.
Sie kam Holmes vor wie der klägliche letzte Funke eines ersterbenden Lagerfeuers. Nachdem sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, erhielt er weitere Eindrücke der kargen Umgebung. Er stand offenbar auf einer uralten Straße mit Metallpflaster, die entlang einer langen Felskette in den Himmel führte. Schmale Ströme vulkanischer Lava ergossen sich über die lichtlosen Hügel und dämmerigen Gebirge in der Ferne. Zu seiner Linken erstreckte sich ein weites Meer, wie aus Glas, das keinerlei Wellen schlug. Überhaupt nichts bewegte sich auf seiner Oberfläche, die allein dem finsteren Himmel als Spiegel diente. Rechts von sich erblickte Holmes die Zeitmaschine. Zu seiner großen Überraschung schien sie keinerlei Schaden davongetragen zu haben, obwohl sie so abrupt ausgebremst worden war und sich überschlagen hatte. Der Wind heulte bitterkalt und schneidend um die wie Krallen hervorragenden Felsklüfte und Türme auf den Gebirgsausläufern. Holmes trotzte ihm, zu allem bereit und hellwach, während die Böen seinen Mantelsaum peitschten und er sich nach irgendeinem Lebenszeichen des Morlock umschaute. Nachdem er die Straße hinaufgegangen war und auch die andere Seite überblicken konnte, stieß er auf das, was er gesucht hatte. Die Zeitmaschine der Mutter. Holmes konnte nicht abschätzen, ob es an technischen Unzulänglichkeiten lag oder an den Grenzen der Zeit selbst. Doch in jedem Falle hatte dieser Apparat schwereren Schaden erlitten als sein eigener. Diese Zeitmaschine war gegen eine aufragende Basaltverwerfung geprallt, wodurch ihr Getriebe verbogen worden und teilweise zerstört war. Die Zahnräder lagen krumm und schief in ihrem Lager und viele der Kristalle waren zersplittert. Nie wieder würde sich das Gerät in den Zeitstrom schwingen. Um aber ganz sicher zu gehen, packte Holmes einen Vulkanstein und zerschlug die noch intakten Kristalle sowie jedes Metallteil, soweit seine Kraft es ihm ermöglichte. Ja. Am Scheitelpunkt der Straße entdeckte Holmes ein Gebäude. Offensichtlich die Mauern eines Tempels mit Elfenbeintürmen, die sich deutlich gegen den schwarzen Himmel abzeichneten. Holmes kniete sich hin und untersuchte die Metallplatten am Boden. Die auffälligen schmalen Spuren des Morlocks, blutige Abdrücke, führten weiter die Straße hinauf zu dem rätselhaften Schrein. Er zog seinen Revolver aus der Manteltasche und prüfte, wie viele Kugeln ihm geblieben waren. Nur zwei. Die Schachtel, die er aus London mitgenommen hatte, war leer. Holmes folgte der Blutspur die Straße hinauf, wobei er mit allem rechnete, falls das verzweifelte Wesen versuchen sollte, an ihm vorbeizukommen. Der Tempel stand unmittelbar vor einer Kluft. Zwischen seinen Mauern und der Tiefe bot sich kaum ein Fingerbreit Platz. Holmes wurde schwindelig, als sein Bewusstsein ihm einen Moment lang vorgaukelte, er befinde sich über dem Abgrund, doch dieses Gefühl ließ schnell wieder nach. Im gleichen Augenblick sprang die blasse Gestalt des Morlocks aus ihrem Versteck auf der gegenüberliegenden Seite des Eingangsbereichs hervor. Mit all seiner animalischen Kraft, der geballten Wut einer Mutter, die sich für den Tod ihrer Jungen und ihrer vereitelten Träume rächen wollte, schlug das Wesen nach dem Detektiv. Holmes Revolver wurde über den Vorsprung in die Dunkelheit geschleudert. Du hast also die Sprache deiner Opfer gelernt. Schlaues Tier. Ihr seid die Tiere. Nichts als Frischfleisch. Sie rangen miteinander, während ihrer beider Leben auf der Kippe stand. Wir sind euch überlegen. Und der Stärkere setzt sich immer gegen den Schwächeren durch. Dass wir euren Plan durchkreuzt haben, beweist das Gegenteil. Durchkreuzt? Tage! Ohne eure Maschinen und Waffen seid ihr nicht als erbärmliche Schwächlinge. Einen Augenblick lang fühlte sich Holmes auf seltsame Weise entrückt, als würde er gleichzeitig über brodelnden Lavatümpeln hängen und am Rande des tosenden Reichenbachfalls um sein Leben kämpfen. Das Geschöpf wuchtete seinen Torso herum, um seinen Gegner in die Leere zu schleudern. Holmes warf sich unvermittelt und selbstbewusst wie ein Akrobat zurück, ließ aber nicht von den Klauen des überraschten Morlocks ab. Er trat der Bestie in den Bauch und stemmte sich mit vollem Gewicht dagegen, sodass er sie schwungvoll über sich werfen konnte. Das Geschöpf landete in einem Steinhaufen auf dem Vorsprung und wäre in den Abgrund gestürzt, hätte es sich nicht mit zäher Verbissenheit an den Felsen festgeklammert. Es richtete sich wieder auf und kam auf Holmes zu, der ebenfalls aufgestanden war. An mir kommst du nicht vorbei. Ich werde dich töten. Ein letztes Mal bäumte sich der Morlock auf und stürmte brüllend auf den Mann zu, der zwischen ihm und dem Sieg über die Menschheit stand. Holmes zog die Peitsche aus seinem Mantel und schlug damit nach dem verwirrten Geschöpf. Die Knute zerschnitt dem Morlock die Schulter und dann das Gesicht, sodass er das Gleichgewicht verlor. Holmes wusste, sollte sich das Wesen wieder fassen können, lag der Vorteil erneut auf seiner Seite, weil es schneller und stärker war.
Er schmetterte ihm die Peitsche mit aller Kraft entgegen. Der schwere Griff traf den Morlock mitten ins Gesicht. Schädelknochen brachen. Er strauchelte, schrie rasend vor Schmerz und schien für einen Moment wie blind. Holmes reagierte, lief auf den Vorsprung und stieß das Monster über den Rand. Mit der rechten Klaue bekam der Morlock Holmes' Mantel zu fassen. Der Detektiv stürzte und schlug hart auf den Stein. Er wollte nicht aufgeben, obwohl es ihn wahrscheinlich mit in die Tiefe reißen würde. Eine Ewigkeit schienen die beiden dort zu hängen, während Holmes sich an den Felsen festhielt und der Morlock sich an seinen Mantel klammerte. Dann das Geräusch reißenden Stoffes. Der Arm des Kleidungsstücks gab nach und ließ den Morlock in die Tiefen stürzen. Bis zum Ende zeugte sein Schrei eher von Wut als von Schrecken. Langsam stellte sich die Totenstille der leblosen Welt wieder ein. Holmes brachte sich auf allen Vieren in Sicherheit. Als er nun vor dem Eingang stand, betrachtete Holmes die Treppe im Innenbereich mit den zur Mahnung aufgestellten Greifenstatuen. Die Stufen führten hinauf zur Kuppel auf der Plattform, aus der fahles Licht drang. Er durchschritt das Tor und stieg langsam nach oben. Im Innern der Kuppel schwebte auf unerklärliche Weise eine silberne Sphäre über einer verzierten Einfassung, die in ständig wechselnden Pastellfarben schillerte. Holmes betrachtete sie lange und andächtig. Womöglich handelte es sich um irgendeine unergründliche Vorrichtung. Doch andererseits wähnte er sich in der Gegenwart von etwas Lebendigem, das ein Bewusstsein besaß und ihn wahrzunehmen schien. Ich existiere, bestätigte eine Flüsterstimme, die aus dem Nichts und doch sehr deutlich an sein Ohr drang. Ja, der Wächter dessen, was einst die Wiege der Zeit war. Was einmal sein wird, besteht bereits. Was einst war, soll nie wieder erfolgen. Jene Zukunft trifft nun nicht mehr ein, nicht wahr? Der Weg führt nicht mehr länger zu Morlocks und Eloy. Tatsächlich? Nein. Zuerst muss ich wieder ins Jahr 1894 zurückkehren. Die Logik ist eine der immerfort bestehenden Qualitäten des Universums, selbst dann, wenn die Sterne zu leuchten aufhören. So ist es. Die Kuppel verdunkelte sich. Holmes ging die Treppen wieder hinunter und kehrte ermattet zu seiner Zeitmaschine zurück. Die Sphäre im Schrein glühte ein letztes Mal auf und verabschiedete sich mit vertrauter Stimme. Viel Glück, Mr. Holmes. Daraufhin leuchtete die Maschine ebenfalls und verschwand aus einer Zukunft, die dem Ende aller Zeiten entgegenlief. Sherlock Holmes saß in einem der Zimmer, die er im Bridge House an der Borough High Street in der Nähe der Bridge Station verkleidet und unter falschem Namen gemietet hatte. Obwohl man in diesem Etablissement für gewöhnlich keine unlauteren Fragen stellte, ließ Holmes große Vorsicht walten. Für die Bewohner von London und auch den Rest der Welt war er schon 3 Jahre lang tot. Er erinnerte sich an die Stadt im Jahre 1954, ein London aus Glas und Stahl sowie blühendes Leben, das von Morlocks genauso wenig wusste wie über Zeitmaschinen. Die Zukunft sollte ihren geregelten Lauf nehmen, weshalb er sich hüten und nichts verändern wollte, wodurch die Menschheit doch noch zwischen den Fronten von Morlocks und Eloy zerrieben würde. Nur ein kleiner Fehler und schon würde sich das Gewebe der Zeit von neuem aufdröseln. Holmes nahm ein frisches Blatt des hauseigenen Hotelpapiers, öffnete das Tintenfass und tauchte die Feder hinein. Er hielt nur kurz inne, ehe er zu schreiben begann. Werter Sherlock, zweifellos werden Sie die Handschrift in diesem Brief erkennen. Sicherlich wittern Sie eine Fälschung. Doch ich darf Ihnen versichern, dass er echt ist und auch keineswegs den Prinzipien der Logik widerspricht, nach denen wir beide leben. Sie müssen dringend nach London zurückkehren. Setzen Sie sich mit Mycroft in Verbindung, um die notwendigen Vorkehrungen zu treffen. Unser Feind liegt immer noch auf der Lauer. Weiterhin werden Sie vom Fall um Sir Reginald Dunning hören. Sie müssen sich des Falles annehmen. Mehr wage ich nicht zu sagen.
Womöglich trete ich damit etwas los, das unser aller Leben nachhaltig beeinträchtigt. Zuerst wollte Holmes den Brief unterzeichnen, besann sich dann jedoch eines Besseren. Der Empfänger mochte den bloßen Sätzen die Fakten entnehmen und vom Papier sowie den zahllosen anderen Indizien, die dem geschulten Auge auffielen, auf die Wahrheit schließen. Holmes faltete den Brief und steckte ihn in einen Umschlag, den er mit dem Namen versah, den er gegenwärtig auf dem Festland gebrauchte. Darunter schrieb er die Adresse des Ortes, an dem er seine chemischen Experimente durchführte. Nachdem er sich wieder als ältlicher Buchhändler verkleidet hatte, verließ er das Hotel, um den Brief beim Postamt aufzugeben. Der ehrenwerte Ronald Adair starb wie vorgesehen. Und nichts war Sherlock Holmes je schwerer im Leben gefallen, als tatenlos dabei zuzusehen. Die Presse nannte es einen sinnlosen Tod und Mord ohne Motiv. Holmes wusste, weshalb der zweitälteste Sohn des Earl von Maynooth sterben musste, der aus Australien nach England gekommen war, weil seine Mutter am Grauen Star operiert wurde. Besser schlafen ließ den Detektiv dieses Wissen jedoch nicht. Von nun an musste Holmes nichts weiter tun, als am späten Nachmittag in der Baker Street 221b aufzutauchen. Beim Anblick der Wachsbüste, die am Morgen hergebracht worden war, lächelte der Detektiv. Er lenkte sich im Stillen ab, indem er Protokolle und Notizbücher durchblätterte. Dabei fragte er sich, wie er sich so lange aus der Verbrecherjagd hatte zurückziehen können. Am Abend sperrte sich Holmes in seinem Zimmer ein, just als Mrs. Hudson eintraf, um den Anweisungen zu folgen, die sie erhalten hatte, als die Büste angeliefert worden war. Ah, diese Langeweile und dieser Müßiggang, wie arg es ihn quälte, zum Nichtstun gezwungen zu sein. Nie zuvor hatte Holmes solche Schwierigkeiten damit gehabt, die Hände in den Schoß zu legen und die Rolle des Betrachters aus der zweiten Reihe anzunehmen, während sich ein Drama vor seinen Augen abspielte. Schließlich hörte er Glas brechen sowie den Spitzenschrei von Mrs. Hudson. Später drangen Stimmen zu ihm ins Zimmer, seine eigene sowie die von Dr. Watson. Es kam ihm vor, als hätte er seit Jahren nicht mehr mit seinem lieben Freund gesprochen, obwohl es nicht länger als eine Woche her war. Er verdrängte den Gedanken, seinen Gefährten an der Hand fassen zu wollen, und blieb still, während Sir Reginald Dunning von der Not seines Bruders berichtete. Nachdem sich die Haustür zum letzten Mal geschlossen hatte, sperrte Holmes die Zimmertür wieder auf und trat in seine Stube. Er drehte das Gas an, hockte sich hin und rauchte, während er las. Als sich der Morgen mit den ersten Lichtstrahlen ankündigte, legte er sein Buch zur Seite und ging zum zerbrochenen Fenster, dessen Vorhang der sanfte Wind hin und her bewegte. Unten zuckelte ein Hansom-Taxi vorüber und wurde kräftig durchgeschüttelt, als es in eins der unzähligen Schlaglöcher auf Londons Straßen geriet. Als sei er aus einem Traum gerissen worden, blickte einer der Insassen zum erleuchteten Fenster von Hausnummer 221b. Dann verschwand die Kutsche im Dunkeln. Holmes wandte sich vom Sims ab und ging zu Bett. Er ruhte tief und fest, als gälte es, den Schlaf von 1 Million Jahren nachzuholen.